So, Männer, also ich glaube, der eine oder andere von euch hat es gerade eben schon mitbekommen. Es gab ein, zwei Gerüchte gerade, dass Oliver Abelgaard eventuell in Bremen gelandet ist oder gelandet worden sein sollte, so mäßig. Wie ist das Ganze jetzt zustande gekommen? Relativ einfach, es ist ein Privatjet von seinem Geburtsort nach Bremen geflogen und wartet mal, ich versuche mal hier gerade euch ein paar Sachen schon mal rauszusuchen, die ich euch jetzt gleich zeigen kann. Ich nehme jetzt mal Grüße gehen raus, ich glaube Jonas hat es geschickt in die Gruppe, ne? Grüße gehen raus an Jonas, Mods-Gruppe, der dieses Bild hier geschickt hat. Ich zeige es euch mal. Warte mal. Öffnen. So, warte mal, Freunde, warte mal. So, machen wir das Ganze mal auf hier. So, ich glaube, Jonas hat es gerade eben gesendet. Wartet mal, wir fassen alles peu à peu zusammen. Ein Moment, Freunde. Ein Moment. So, also, das erstmal als erste Info. Das war einer der ausschlaggebenden Gründe, warum jetzt das Ganze gerade nochmal ein Stück was höher geguckt worden ist. Ein weiterer Grund ist eine Nachricht, die ich auch bekommen habe. Und zwar erstmal, wie gesagt, das ist ein Privatjet, der von, boah, ich werde es so safe jetzt falsch aussprechen, Aalborg, irgendwie so, nach Bremen geflogen ist und gleich wieder weg ist aus Bremen. Das heißt, derjenige, der da drinnen war, ist ausgestiegen und bleibt auch jetzt erstmal in Bremen. Das ist eine Info, die wir wissen, also die wir schon mal zu 100% wissen. Dann hat der liebe Dennis mir das hier geschickt. Moment. So. Ich mache euch das alles auf jetzt hier direkt, alles, was ich immer bekomme. Guck mal, hier machen wir jetzt sogar Werbung für irgendeine Seite auf Facebook. Ich habe kein Facebook und kein... Ich habe kein Facebook und kein Twitter, deswegen kriege ich diese Sachen immer nur geschickt. Aber das hier ist von Facebook. Pass auf. So. Und ihr seht hier selber diese Nachricht. Oder seht ihr die? Könnt ihr das lesen so mäßig? Müsste, oder? Chat. Einmal Einzelchat, wenn es geht. Papa und die Technik, ihr wisst doch, immer mit der Ruhe. Richtig. Siehst du, gut, dass ich hier auch Leute in meinem Alterskreis habe. Weißt du, was ich meine? So, hier. Passiert heute noch was? Fragezeichen. Der Forum-User, welcher schon den dänischen Wagen rund um den Transfer von Jens Day in Werder, in die Werder-Garage hat fahren sehen, liefert heute neue Infos. Also derjenige, der Stay vorausgesagt hat, praktisch, oder gespoilert hat sozusagen, hat jetzt auch das gesagt. Um ca. 15.20 Uhr landet ein Flieger aus Aalborg, Dänemark am Flughafen in Bremen. So, das erstmal die erste Info. Stimmt. Können wir bestätigen, das ist faktisch korrekt. Das stimmt so. Übrigens, Dennis Torrego ist gerade auch im Chat. Also lasst mal gerade ganz, ganz liebe Grüße an Dennis da. Er schreibt auch gerade, moin moin Leute, ich bin für euch live am Weserstadion. Noch ist nichts passiert. Parallel läuft Training. Vielen lieben Dank, Dennis. Ich komme gleich noch zu dir. So, jetzt erstmal hier weiter. Okay, Punkt 1 können wir bestätigen. Okay. Ein gewisser Oliver Abelgaard kommt gebürtig aus Aalborg und war beim letzten Spiel von Rubin Kazan nicht im Kader. Vermutlich hält er sich in seiner Heimatstadt auf. Es gab ja auch schon die Gerüchte sowieso, dass dieser gute Oliver, also unser Olli, vom Rubin Kazan weg möchte und Gebrauch von dieser FIFA-Regelung machen möchte. Also auch das wissen wir, ja? Okay, also auch das kann hier alles sehr gut sein, beziehungsweise ist auch belegt, dass er nicht im Kader war. Steht schon mal fest, okay? So, nächster, der Werder Flughafen Bulli wurde vor wenigen Minuten beim Herausfahren aus der Tiefgarage beobachtet. Etwa auf dem Weg zum Flughafen? Fragezeichen. So, also das hier der Post, das hier das Ganze zu diesem Privatchat. Und jetzt haben wir, genau, ich habe alle Eckdaten zu Abelgaard bin ich schon durchgegangen. Wir werden aber gleich gerne nochmal durchgehen. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Oder mit folgendem jemanden geschrieben. Der liebe Dennis, den ich euch gleich auch bei Instagram nochmal zeigen werde. Wir lassen natürlich Liebe gleich auch bei ihm da. Denn der gute Dennis ist jetzt für uns und die Community zum Weserstadion gefahren. Ist live vor Ort und kann uns eben berichten und auf dem Laufen halten, was beim Weserstadion gerade
passiert. So, das ist natürlich sehr, sehr praktisch, in dem Fall jetzt gerade, um eben auch das Neuestmögliche abzuchecken. So. Und der liebe Dennis kann ja jetzt gerne mal gerade. Dennis hat nur noch 53% Akku, das heißt, wir haben die nächste Panne. Wenn einer von euch auch in der Nähe vom Weserstadion wohnt und auch von unserer Community ist, seid nett, haltet zusammen, nehmt eure Powerbank und rudelt darüber zum Dennis, leistet ihm Gesellschaft und bleibt da mit ihm stehen, haltet uns am Laufenden. Das wäre sehr, sehr stark. Sherlock Holmes auf anderes Level gebracht, aber auf ganz anderes Level gebracht. Und jetzt werden wir erstmal gerade kurz, Dennis aus unserer Community ist schon sehr, sehr lange Teil aus unserer Community. Der eine oder andere wird seinen Namen schon öfters hier gelesen haben. Wie gesagt, ist auch Kanalmitglied hier. So, das hier ist das Profil von Dennis. So, und ich möchte, Dennis, jetzt mal kurz dein Akku sprengen. Jeder von euch wird jetzt hier zu Dennis Torero rübergehen und auch da ein Follow dalassen. Jeder. Und diesen Stream hier werden im Nachhinein mit Sicherheit ein paar hundert oder vielleicht auch ein paar tausend Leute sehen. Das heißt, ich möchte, dass der Dennis jetzt erstmal ganz, ganz schnell die 100 Follower voll gemacht bekommt. Ja, er ist privat, aber das macht ja nichts. So, wir followen jetzt natürlich auch hier rein, Dennis. So, und da möchte ich, dass jeder von euch jetzt parallel, wie gesagt, mal Liebe da lässt. Denn, wie gesagt, Dennis ist für uns jetzt zum Weserstadion gefahren und hält Ausschau, versorgt uns mit den neuesten Bildern. Das heißt, jeder von euch muss hier mit unterstützen, dass das Ganze dann auch immer weiter so klappt. So. So. Nächste Info. Ich habe einen Samsung Galaxy S6 Plus. Danke, Leute. Genau, damit ihr auch wisst, was für ein Akku denkt, er braucht. So, jetzt kommen die nächsten Sachen. Also hört mir zu. Dennis ist zum Weserstadion gefahren und Dennis, schreibt doch mal gerne hier eine Nachricht rein, wie das denn war. Versuch's mal so einigermaßen zusammenzufassen. Dennis ist reingegangen. Es war relativ viel Bewegung Richtung Tiefgarage und die haben Dennis und vorher auch jemand anderen weggeschickt. Wir haben übrigens noch jemand aus der Community da oder hatten gerade eben noch jemand da. Ich warte gerade noch auf die Nachricht. Der möchte aber gerne unbekannt in Anführungszeichen bleiben. Ist auch kein Problem. Hat auch schon öfters Infos geliefert und deswegen, genau. Jetzt aber nochmal zu Dennis. Dennis, schreibt gerne mal rein. Wie gesagt, alle, die irgendwie an der Tiefgarage waren, wurden dann weggeschickt von den Leuten. Security sind auch am Start. Das wissen wir alles. Wir wissen, dass dieser Privatjet praktisch da gelandet ist und dass es die Heimatstadt von diesem besagten Spieler ist. Die Ursprungsinfo, warum wir überhaupt auf diesen Spieler alle gekommen sind, ist Fabrizio Romano, der eben uns, ich glaube, Sampdoria Genua und Nottingham in Verbindung gebracht hat mit diesem guten Kerl und gesagt hat, dass wir eben oder wir drei eben interessiert sind. Gestern hat die Deichstube gesagt, dass die Spur wahrscheinlich kalt ist, also laut deren Infos. Man muss aber dazu sagen, wenn Fabrizio Romano sagt, da ist jemand interessiert und würde zum Beispiel, jetzt nur mal so als Beispiel, ein Fabrizio Romano würde jetzt sich sogar noch weiter aufs Fenster legen und würde sagen, da ist faktisch Interesse von dem und dem Verein, dann hat das schon eine Aussagekraft. So, und der gute Mann hat 9 Millionen Follower, hat. Ich glaube, es gibt niemanden, der so viele Transfers, bevor die fertig waren, rausgehauen hat. Gibt es niemanden, der vergleichbar ist. Also das ist schon eine Überquelle, ne? Das ist auch schon eine Überquelle. Natürlich wird mit Sicherheit, das muss man so sagen, Quelle Nummer 1 ist Fabrizio Romano, genau. Mit Sicherheit, und das muss man nochmal dabei sagen, wird die Deichstube auch Quellen haben. Die haben bestimmt auch gute Quellen. Aber es ist eben nun mal auch so, dass Fabrizio Romano da drüber anzusiedeln ist, wenn er sagt, da sind Interessenten. So. Und jetzt können wir mal kurz vorlesen, was der gute Dennis geschrieben hat. Viele Leute sind rausgefahren und zwei Autos rein, könnten aber auch Mitarbeiter gewesen sein. Aber alle bis auf drei Frauen und zwei Securities wurden weggeschickt. Buten und Binnen war eben auch da. Das ist die Info von Dennis vor dem Stadion. Sehr, sehr gut. Genau. Was Fabrizio sagt, ist jetzt richtig. So. Und deswegen kann gerne Dennis auch mal, also wie gesagt, weiter reinschreiben. Hat auch Bilder geschickt gehabt vom vor dem Stadion. Ich habe gerade eben schon welche meine Story rausgehauen. So, wir können jetzt hier auch mal nochmal das ein oder andere Bild einfach aufmachen. So, zack.
Wenn Fabrizio sagt, er ist mein Vater, dann stimmt das. Sehr, sehr stark. So, und jetzt auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist, weil eben, und ich glaube, dass das auch so, ja, dass für die Community einfach ist, sage ich mal, ich hundertprozentig weiß, dass die Community sowieso jetzt allen gerade vor dem Rechner hängt, vor dem Handy hängt und so weiter, das Ganze aktuell mega beobachtet, habe ich gedacht, wir gehen live und warten einfach mal gerade so eine Stunde, gucken wir, was passiert und was da für eine Bewegung reinkommt. Dann können wir immer noch sagen, okay, die Spur wird kälter oder eben nicht. Weil man muss natürlich auch sagen, es kann natürlich auch sein, wenn Olli in Bremen gerade eben gelandet ist, dass er zuerst den Medizincheck macht und dann nach Bremen fährt, wenn man schon Vorgespräche gemacht hat. Kann sehr gut sein. So. Also das, da gibt es natürlich einige Sachen, ne? So. Wartet mal. Ich lese auch mal hier gerade wieder was. Ein Moment kurz, Freunde. Ich warte mal. So, genau, hier, wer ist denn Olli? Oliver Abelgert. So, guck mal, wir haben noch ein neues Bild bekommen. So, sehr schön. Dennis ist, wie gesagt, vor Ort. Dennis live zu schauen. Ja, eigentlich ja. Dennis, müsstest du einen Livestream starten. Eigentlich müsstest du einen Livestream starten vor dem Weserstadion. Aber vorher annehmen, die Anfrage, damit ich das auch gucken kann. Ja. Ach, das ist der weiße Van, der reingefahren ist, ne? Dennis, ist das der weiße Van, der reingefahren ist, oder was? Ein weißer Van ist ins Weserstadion gefahren, ne? Sehe ich das richtig? Deutsches Kennzeichen. Ja, muss ja. Muss ja sowieso. Wenn er von Bremen abgeholt wird. Vom Flughafen praktisch muss er ja sowieso. Für Medizincheck könnte ich meine Mom fragen, die arbeitet im Krankenhaus. Ja, ich sag ja, wir haben mittlerweile in der Community irgendwie überall Leute. Das ist schon sehr, sehr krass. Also das hier. Das ist jetzt der Van. Mach Videoanruf. Was sagt ihr, Chat? Was sagt ihr? Könnte das? Also, ja, natürlich fahren jeden Tag da Fahrzeuge rein. Darum geht's ja auch gar nicht. Kann aber nicht an drei Orten gleichzeitig sein. Ja, Dennis, kannst du nicht mal aufteilen in drei oder was? Was ist denn das? Was ist denn das hier? Ich glaube, dass... was wollte ich jetzt nochmal gerade sagen? Live-Schalte. Also, Dennis, wenn du live einen Livestream machen willst, sag Bescheid. Dann, ich gehe drauf. Muss ja auch irgendwo schlafen. Könnte alles sein. CR7. CR7. Ich glaube nicht. Ja, ist er. Hat aber ein deutsches Kennzeichen. Zwei junge Männer saßen vorne. Wäre auf jeden Fall traumhaft. Das Auto sagt nichts aus. Ja, das bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ne? Irgendwann zieht Werder noch um, weil wir überall Spione in Bremen haben. Sozusagen. Die Detektei ist am Start. Absolut. Man muss halt da wirklich dazu zwei, drei Sachen ja erwähnen. Guck mal. Also der Privatjet, der von Dänemark aus nach Bremen gekommen ist, ist natürlich ein gutes Zeichen. Kurz vorher, zwei Tage vorher, berichtet Fabrizio Romano über Interesse über genau diesen Spieler. So. Das sind natürlich schon so Sachen, die jetzt so ein bisschen aufführen. Da brauchen wir ja gar nicht reden. Ist ja klar. Aber auf der anderen Seite ist halt diese eine oder die entgegengesetzte Hotelbuchung checken, das müsste man vielleicht auch noch machen, ne? Vielleicht die Presse. Presse ist ja gerade eben schon da gewesen. Also Buten und Binden und so waren ja schon da gerade. Das wissen wir auch schon. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Guck mal, ich bring mich so durcheinander, ich bin selber schon nervös. Dennis, ich gucke die ganze Zeit immer wieder auf mein Handy. Wenn es was Neues gibt, sag Bescheid. Bitte geh auf Insta. Okay, mach ich. Mein Guter. Ein Moment. Ich bin gleich direkt da. Insta hast du gesagt, soll ich gehen? Ich gehe auf Insta.
So, wo soll ich drauf gehen? Bist du live oder was? Oder wo? Und lad mich ein. Auf Insta kann ich dich nicht. Ich kann nicht auf Insta per Dings jetzt noch live gehen. Warte mal. Dennis, hast du auf deinem Handy Discord? Hast du auf deinem Handy Discord? Sag mal Bescheid. Das wäre auch eine Idee. Das wäre eine gute Idee. So. Ich habe neue Infos. Ja, Bruder, sag mal jetzt hier. Oh, der macht mich ja Wahnsinn, der Typ. Dennis! Ich habe neue Infos. Ja! Was jetzt? Eigentlich Boetius, der ist der Feinste. Ey! Das gibt's ja gerade nicht. Warte mal. So, wir versuchen jetzt gerade. Lad mich ein. Bei Discord oder was, Bruder? Bist du bei Discord? Warte mal, Wartebereich. Kann nicht selber live gehen. Dann geh in den Discord und mach da deine Kamera an. Hier. Geh in Discord, mach Kamera an, Bruder. Mach du auf Insta Live und geh live. Ja, aber Jungs, guck mal, ich kann ihn auch hier hinzufügen. Nee, leider nicht. Was? Achso, du hast keinen Discord da drauf, oder was? Ah. Da macht Bildschirmübertragung. Warte mal, warte mal, warte mal. Dennis, Dennis, Dennis. Guck mal, jetzt kommen hier alle möglichen Leute in Wartebereich, nur nicht der Dennis. Dennis, ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee, wie es vielleicht geht. Muss nur mal gucken. So. Ich habe eine Idee. Warte mal, Dennis. So, Dennis wird angerufen. So. Dennis. Ja, Dennis, du musst schon dran gehen da, ne? Insta. Ha, warte mal. Hab auch das Auto in Bremen gesehen, da ist eine sehr kurze Person drin. Ey. Dennis. Geh mal dran da. Ich habe jetzt Dennis, ich habe dich auf Instagram zweimal angerufen. Hab auch das Auto in Bremen gesehen. Also das habe ich gerade schon, ne? Ja, ich bin ja dran, Freunde. Wir müssen nur gerade warten. Vielleicht ist der Dennis auch gerade hier. Vielleicht ist Dennis auch gerade hier gerade die Live-Bilder am Schalten da. Zack, 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 zack. 10 Fotos am machen. Dennis, was ein Chaos. Ja, wir sind dran, Freunde. Wir sind doch dran. Wir sind doch dran. Wir sind doch dran. Dennis, Dennis. Müssen wir gerade ein bisschen auf Dennis warten? Bleiben nicht übrig. So, wir warten immer noch auf Dennis. Ich lese gerade mal die Nachrichten. Was ein Chaos. Ja, absolut. Moin zusammen, moin Nico. Wie warm ist es bei euch? 37 Grad aktuell. Baumann versucht wahrscheinlich gerade Handy-Deserteure zu entfernen. Schaltet die Nutzer nicht ab. Ja, echt. Hier kommt gerade rein. Nico, mal im Ernst. Du weißt, Oliver Emmegard kommt nicht. Die Deichstube hat es schon bestätigt. Bitte, mein Lieber, du hattest früher so viel Niveau, um dich von irgendeinem Kind im Chat Infos verarschen zu lassen. Guck mal, no name, ne? Es hat gar nichts mit irgendjemandem aus dem Chat oder sonst was zu tun. Es hat damit was zu tun,
dass die Ursprungsquelle von Fabrizio Romano ist, dem ich da bei sowas, wenn der sagt, der und der hat Interesse, dann ist das zu über 90% ist das so, sage ich persönlich, ja. Die Deichstube hat auch gute Infos und die Deichstube macht auch immer wieder gute Artikel. Aber nur mal so zum Vergleich. Als Weiser kam, 2 Tage vorher, habe ich ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, durch den Beraterwechsel wird das Ganze jetzt heiß werden mit Weiser. Und erinnert euch an den Artikel, der dann von der Deichstube kam. Ungefähr 20 Minuten nach meinem Video kam von der Deichstube ein Artikel, dass das mit Weiser immer noch kalt ist und bla bla bla. So. 2 Tage später ist Weiser in Bremen und hat unterschrieben. So, ich habe euch das da schon 2 Tage vorher gesagt. Aber unabhängig davon, also unabhängig davon, ne, sage ich ja, es ist gerade einfach sehr, sehr interessant, was hier mit der Situation ist. Dennis hat auch neue Infos. Jetzt ist er auf einmal nicht erreichbar. Ich weiß nicht, was der gerade macht, der gute Junge. Auf jeden Fall ist der Dennis schon sehr, sehr lange hier auch auf dem Kanal. Sehr, sehr lange Kanalmitglied. Ist am Stadion und die Privatjet-Bilder sind auch nicht von Dennis, die sind allgemein öffentlich. Also jeder von euch kann gerade nachgucken. Jeder von euch kann auf verschiedenen Seiten das nachschauen, dass dieser Privatjet von Dänemark nach Bremen geflogen ist und auch da gelandet worden ist. Ja? So, jetzt ist der Dennis, sehe ich gerade. Ah, warte mal, Dennis ist gerade als im Discord beigetreten. Ich glaube, der hat gerade Discord gemacht. Ich glaube, Dennis hat es gerade Discord gemacht. So. Und nochmal, wie gesagt, wir gehen hier einfach nur gerade dem Gerücht nach. Wer das nicht möchte oder wer erst Fakten haben möchte, der kann auch gerne doch rausgehen. Ist doch gar kein Problem. Das ist total tiefenentspannt, ja. Und dann, wartet mal. Wartet mal, wartet mal. Ich kann, oder doch, ich kann hier so rüber anrufen, warte mal. Warte mal, ich habe gerade, Dennis, ich rufe dich gerade an. Ich registriere mich gerade, ah ja, okay, ich verstehe. Dennis registriert sich gerade, perfekt. So. So. Und wir versuchen jetzt hier gerade einfach, euch auf dem neuesten Stand zu halten. Und die Leute, die jetzt gerade sowieso die ganze Zeit alles praktisch immer wieder aktualisieren und zu gucken, wie ist da gerade der Stand. Für die ist das halt cool, weil wir hier alle zusammen gerade warten, ne? Weil wir hier gerade alle zusammen warten und halt eben abchecken, ob es News gibt oder nicht. So, okay? Also, für die Leute ist das cool, für die anderen vielleicht weniger. Dennis, komm mal in den Wartebereich. Dennis, komm mal in den Wartebereich, bitte. Warte mal, ich schreibe es hier rein, durch die Verzögerung. Dennis, komm in den Wartebereich. So. Da ist der Dennis. Zack. Dennis, hörst du mich? Dennis. Dennis? Ich finde es nice. Spieler ist sehr gut. Ja. So. Wenn ich den Dennis jetzt auch noch hören würde. Dennis, guck mal, ob du unten irgendwie Mikrofon oder sowas anmachen kannst. Falls du mich hörst. Versuche gerade den Stream anzuschauen, aber wenn das jetzt lädt. Moment, Freunde. Dennis, der Stream lädt hier, glaube ich, gerade nicht.
Ah. Schreibt den jetzt rein. Achso, falls ihr jetzt gerade euch fragt, was ich hier gerade mache, kann ich euch zeigen. Jetzt, Dennis, hörst du mich denn, wenn du den Stream jetzt hier beendest? Hörst du mich hier so? Kannst du nicht Kamera einfach einschalten? Kannst du hier nicht die Kamera einfach einschalten, Bruder? So? Guck mal hier so. Hier kannst du nicht Kamera so einschalten? Anstatt zu streamen, Kamera einschalten einfach. Das ist, glaube ich, einfacher. Stream hier beenden praktisch und dann Kamera einschalten. Du packst das, Bruder. Du packst das. Sein Handy ist gerade maximal überfordert, ich sag's euch. Aha, guck mal. Hier tut sich was. Guck mal, da kann man dazu schon beenden. So. Ja. Dennis. Geht die Kamera nicht? Dennis, du musst erst den Stream hier beenden. Du hast doch den Stream an. Du kannst nicht Kamera anmachen, wenn du Stream an hast. Der Junge macht mich fertig. Schick mir bitte nochmal eine Einladung. Ach, die Scheiße. Okay, warte mal. Ich höre nichts, sagt er. Warte mal. Ja. So, Dennis, hörst du mich hier? Dennis? Du bist ja immer noch hier drinnen, Dennis. Wie kannst du auf YouTube und da sein? So, machen wir nochmal so. Pass auf. Sein Akku ist gleich leer, ich schwör's euch. Ich schwöre es euch, ich schwöre es euch. Dennis, ich glaube an dich, Bre. Dennis, erst streamen. Ja, Dennis, du musst den Stream beenden und dann Kamera anmachen. Wir sind alle hier gerade, wir sind alle gerade gespannt an deinen Lippen am Hängen, Bruder. Dennis? Dennis. Huch, da hat sich gerade aber was getan. Guck mal, jetzt wird es vielleicht, jetzt tut sich hier gleich vielleicht was. Wir bleiben dran. Aber er muss erst den Stream beenden. Ja, sag ich ja. Stream, alles beenden. Dann auf Discord und dann Kamera an. Haben jetzt eingeschaltet. Ja, Dennis hat neue Infos. Wir warten nur gerade darauf, bis endlich sein Dings klappt. Er hat gerade noch gesagt, er hat neue Infos. Freunde, ich habe noch gar nicht gesagt, in der Zeit, wo Dennis jetzt hier gerade rumprobiert. Wir müssen einfach ein bisschen geduldig sein. Lasst doch mal alle gerne schon mal ein Däumchen da oben da. Nehmt gerne an der Abstimmung teil. Wir werden am Laufen gehalten von einem Abonnenten von uns, der tatsächlich am Weserstadion ist und uns auf dem neuesten Stand hält. Also, wenn jetzt hier was Schnelles oder was Neues passiert, erfahren wir es eigentlich sofort. Aber ja, Dennis muss hier gerade nochmal kurz ein bisschen, weißt du? Ich glaube, Dennis trollt. Nein, Dennis ist kein Troll. Dennis gibt schon extrem lange. Ich habe schon, boah, extrem lange auch schon mit ihm geschrieben. Das ist das erste Mal geschrieben, ich muss gerade gucken. Ich kann mal gerade hochscrollen. So, pass auf. So, 12. Juli, Juni. Digga, das ist. Juni. Irgendeine Festung, das ist meine, hat auch mein Post gesehen, Zufall. Guck mal, der nächste. Das heißt, von demjenigen, der die Facebook-Seite besitzt, sozusagen, also der Macher der Facebook-Seite, die wir vorhin eingeladen haben, ist auch ein Abonnent auch auf dem Kanal, aber auch ein Kollege, denn derjenige ist der Vermittler zu den Bildern, wo ihr auch den Hashtag Kiga herbekommen habt. Hey, geil, Bruder. Liebe Grüße aus dem Stream. Cool. So, mach spontan Stammtisch, Nico. Wenn du schon Discord bist, ja. Der, das sagt ja nichts. Was soll ich machen gerade? Versucht einen Live-Schalter zu Dennis zu machen, ja. Was muss ich tun? Dennis, du musst eigentlich einfach nur auf diesen. Warte mal, Dennis, ich rufe dich hier bei Instagram an. Geh mal auf Instagram jetzt, Dennis. Geh auf Instagram. So.
Ja, auf Instagram. Aber man kann ja bei mir das Video dann ausmachen. So. Ich rufe den die ganze Zeit an, der geht nur nicht dran. Dennis, geh bitte auf Instagram auf meinen Chat und geh dann dran. Alter, warte mal, ich schreibe ihm jetzt. Geh bei Insta dran. Schreibt mal alle jetzt gerade im Chat. Schreibt mal alle gerade im Chat, dass der bei Insta einfach dran gehen soll. Geh bei Insta dran. Dennis. So. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Troll. Nein, Bruder, der ist seit. Ich glaube, der ist seit einem Jahr hier Mitglied. Der ist, oder auch vor Monaten hat schon geschrieben mit ihm. Der ist einfach nur gerade überfordert. Wer weiß, wie viele Leute ihm auch gerade schreiben. Wir haben den ja eingeblendet. So, ich rufe jetzt nochmal auf Instagram. Dennis, ich weiß auch nicht, was ich da jetzt noch zu ihm sagen soll, ne? Der muss einfach nur auf Insta gehen. Also eigentlich kann es nicht so schwer sein. Ich weiß nicht, was er gerade macht. Ich weiß nicht, was er gerade macht. Ah, jetzt ist er auf Insta gerade. Guck mal. So. Dennis! Moin! Moin! Moment, warte! Ich versuche gerade Hat es hier. geklappt? Es hat geklappt, man hört dich auf jeden Fall jetzt. Sehr gut, ich höre dich auch. Das ist Mega. wunderbar. Ich versuche jetzt hier mal gerade dich irgendwie so, dass die Jungs dich auch. Warte mal. So, einigermaßen zumindest. Ich halte das mal so in die Kamera, ja? Alles klar. So, du kannst reden. Moin Leute. Na, alles gut? Also, ich bin hier am Weserstadion. Ich kann mich mal kurz eben umdrehen, kurz. Da hinten ist die Tiefgarage. Also, keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall hat sich jetzt erstmal nichts getan. Allerdings ist ein älterer Herr an mir vorbeigefahren eben. Soll auch im Bochum-Twitter aktiv sein und meinte, dass hier am Parkplatz ein dänisches Kennzeichen zu sehen war. Ein roter Auto. Rotes Auto, habe ich eben gerade abfotografiert. Okay. Da saß aber keiner mehr drin. Okay. Also vielleicht im Weserstadion noch oder was? Der Besitzer? Anscheinend durch den Hintereingang, durch das Südtor gegangen wahrscheinlich. Die Spieler sind übrigens auch da durchgegangen. Training Ah. ist vorbei. Ach, Training ist vorbei. Das heißt, Spieler sind auch. Ja gut, könnte natürlich sein, dass dann, je nachdem, jemand dann direkt den. Also wenn er da drin ist, kann es natürlich auch sein, dass er direkt die Mannschaft kennenlernt, ne? Rein theoretisch. Leider hat er sonst keinen gesehen. Was meinst du? Was glaubst du? Was ist Aber deine ich habe ein gutes Einschätzung? Gefühl. Hä? Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Gutes Also Gefühl? mindestens der Berater. Wenn er vor Ort ist, mega. Ja. Ey, ich bin Oder? richtig gespannt, Dennis. Ich bin sehr gespannt. Dennis, wenn du neue Infos hast, melde dich. Sag Bescheid, ja? Auf jeden Fall, werde ich machen. Ich bleibe noch eine Weile hier. Denk mal so bis 6 und dann schauen wir mal. Ne? Perfekt. Kuss, 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 Dennis. Ciao, Alles ciao. klar. Ciao, ciao. So, wie geht. Dennis, der Beste, sagt gerade noch so, wie geht das jetzt aus hier? Das, ja, das ist Dennis. Siehst du, sag ich doch, ist kein Troll. Ist doch, ist kein Troll, sag ich doch. Dennis ist wirklich, ist jetzt kein Spaß. Ich konnte jetzt gerade schon allein 5000 Nachrichten runterscrollen. Gefühlt nach jedem Video schreibt Dennis mir eine Nachricht. Deswegen, der ist auf alles, aber kein Troll. Also der kann, das ist ja auch nicht seine Schuld, wenn das am Ende nicht der Fall ist. Versteht ihr, was ich meine? So. Also, das muss man ja auch dazu sagen, ne? So. Wenn das alles jetzt klappen sollte, dann ist das eine 1A-Info, dann ist es extrem stark, ja. Dann ist das, also das mit dem Flugzeug wissen wir, dass das besteht. Also guck mal, der Flieger ist auf jeden Fall von Dänemark nach Bremen geflogen, ist ja gelandet. So, ein Auto mit einem dänischen Kennzeichen ist am Weserstadion am Parkplatz. Achso, ich kann dir Dennis noch kurz sagen, er soll mir mal ein Bild schicken davon, ne?
Warte. Bro, hast du ein Bild von dem Auto mit dem dänischen Kennzeichen noch? So. So, das ist also auch bestätigt. Das wissen wir auch schon mal, ne? Und wir wissen zu 100%, dass Fabrizio Romano Werder, Nottingham Forest und Sampadorio Genua als Interessenten von ihm genannt hat. So, das wissen wir. Auf der entgegengesetzten Seite, um das auch noch mal kurz zu sagen, ja, auf der entgegengesetzten Seite, also der praktisch Anti-Seite sozusagen, haben wir einmal die Deichstube, die gesagt hat, die Spur ist kalt, das war gestern. So, und wir haben halt die rein theoretische Aussage von Baumann und Fritz, dass man zufrieden mit dem Kader ist und ja, man natürlich dazu bereit ist zu reagieren, aber das aktuell nicht groß vorgesehen ist oder sonst was. Also da jetzt nicht mal aktiv sucht. Es kann aber eben sein, und darauf müssen wir uns auch beziehen, in diesem Fall hier, also in dem Fall hier, was jetzt gerade Fakt ist, ist es nun mal so, wenn derjenige zu uns kommt, also wenn Olli zu uns kommen würde, wäre das eine Option, die Werder mit Sicherheit sofort prüfen würde. Allein aus finanzieller Natur. Das ist keine große finanzielle Belastung, aber eine absolute qualitative Steigerung für den Kader. So, versteht ihr, was ich meine? Das heißt, das müsste man schon auch noch, sage ich mal, mit berücksichtigen, ne? So. So. Ja, es könnte auch von dem Berater sein, das Auto. Die Aussagen von Fritzmann sollen wohl Bluff sein. Von Fritzmann. Vielleicht hat Stay ihn auch vom Flughafen abgeholt. Es gab ja sogar Gerüchte darüber, dass Stay und er sich, also die kennen sich ja auf jeden Fall aus der, ich glaube, U21 kennen die sich noch. Soweit ich weiß, aus der U21 kennen die sich. Und irgendwer hatte auch, boah, das kann aber auch wirklich jetzt Internetgerücht sein. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass die auch wohl befreundet sein sollen. Aber das weiß ich nicht zu 100%. Kann das Auto vom Berater sein und der Spieler wurde dann vom Flughafen abgeholt? Ja, das denke ich nämlich auch. Das kann tatsächlich gut sein. Das kann wirklich gut sein. Manchmal sind ja auch so Berateragenturen mit irgendwelchen Außendienststellen und so weiter auch vor Ort. Kann auch das Auto von Stay sein? Ah, das ist nicht das Auto von Stay. Dafür ist das zu niedrig. Also zu. Das ist zu. Ja. Also von Stay ist das Auto auf keinen Fall. Weil der Wagen ist hier ein roter. Ja, roter Honda, würde ich sagen. So. Also, ich zeige euch das Ganze mal jetzt. So. Ich mache mal gerade kurz das Kennzeichen weg, weil das halt, ne, ist halt auch unhöflich so. Guck mal, das ist so ein roter Honda mit schwarzen Scheiben. Schwarz getönt. Das ist aber zu niedrig, würde ich sagen, für einen Millionenspieler, sag ich mal. So. Leute, wenn er mit einem Privatjet einfliegt, kommt doch sein Berater nicht mit einem Auto aus Dänemark angereist, nie im Leben. Nein, aber es kann ja sein, dass es zum Beispiel irgendeine Außendienststelle oder sonst was ist oder dass der Berater mit dem Auto gefahren ist und er eben abgeholt worden ist. In irgendeiner Form. Aber es ist natürlich, ein Herr aus dem Forum hatte mich gerade angesprochen und auf dieses Auto hingewiesen. Vorhin saß noch jemand drinne, aber als ich da war, nicht mehr. Okay. So. Das heißt, wahrscheinlich ist dieser jemand, dem das Auto gehört, im Stadion jetzt drinne. So wie es aussieht. CHJ ist die Berateragentur von Oliver. Die hat Sitz in Dänemark, könnte hinkommen. Wie gesagt, wir haben hier Infos über Infos. Am Ende ist es natürlich sehr, sehr viel Spekulation hier gerade mit drinne. Aber ich finde es auch sehr interessant, einfach zu sehen, wie sich das Ganze hier gerade auch hier entwickelt. So, und halt zu gucken, was dann eben die neueste Info ist oder was beziehungsweise wir als nächstes auch erfahren. Ne? Ich finde das schon sehr, sehr interessant gerade. Es wäre halt unfassbar geil, wenn das jetzt wirklich passieren würde. Das muss ich wirklich sagen. So, machen wir hier gerade so ein bisschen entspannte Hintergrundmusik an. Von unserem Bruder Dennis. Einfach Beats, also anderer Dennis. So. Sehr wahrscheinlich. Genau. Also, Training war ja gerade eben und da hat Stay wohl auch mitgemacht. Genau.
Man muss auch sagen, Fabrizio Romano vertraue ich mehr als Deichstube, wenn die Infos, eine Infos hat, irgendwoher gezischt. Ja, das Ding ist halt, man muss da wirklich, das sieht eher nach einem Urlauberauto aus, zu günstig, um von jemandem aus dem Flugzeugchef zu sein. Könnte natürlich auch sein, könnte natürlich auch sein. Klar. Scheißegal, ob was passiert, bin froh, mal wieder Zeit zu haben, beim Livestream dabei zu sein. Ehrenmann, Ehrenmann. Also wie gesagt, Freunde, ich erkläre auch nochmal ganz kurz, ne? So, Dennis ist jetzt für uns, für die Community, vor Ort gefahren, aufgrund dieser Aussage von Fabrizio Romano zum einen, dieses allgemeine Interesse. Gestern hat die Deichstube gesagt, die Spur ist kalt. Heute ist ein Privatcheck von eben, von Dänemark nach Bremen geflogen. So, und daraufhin ist Dennis rübergejettet praktisch zum Stadion. Und ja, jetzt wartet er im Prinzip auch da, so wie wir, nur dass er halt im Prinzip die Infos deutlich schneller kriegt, weil er halt direkt vor Ort ist. Auch mit Buten und Binnen und so weiter, die ja auch gerade eben noch da waren, ne? So. Warte mal, ich kriege hier gerade wieder Nachrichten rein. Okay. Das ist so spannend, besser als jeder Film. Ja, ich bin auch unfassbar gespannt, ne, sei ich ehrlich. Geht es bei dem Auto um den alten Skoda Octavia? Keine Ahnung, was das für ein Wagen ist. Das ist so ein roter, ne, roter Honda ist das. Das ist kein alter Wagen, das ist ein Neuwagen, glaube ich. Also für mich sieht das jetzt erstmal so gerade von nach einem Neuwagen aus. Ich denke, spätestens morgen früh gibt es mehr Infos zu diesem Thema in öffentlichen Medien. Ich wünsche euch allen, was bin raus, Kuss geht raus an alle, Hashtag Ehrendennis. Kuss, 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 Money, danke dir, dass du dabei warst. Sehr, sehr geil. Mann, Nico, Grüße aus Fernsehen Bremen. Grüße zurück, mein Lieber. Das wird schon. Ja, also wie gesagt, ich finde es halt erstmal klasse, dass überhaupt jetzt auch jemand aus der Community dann da vor Ort ist. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Dass man dann dahin fährt, um uns auf dem Laufenden zu halten, ist schon krass. Was ich halt auch extrem spannend finde, ist halt gerade der Fakt, dass halt dieser Privatjet angekommen ist und es immer noch keine Bilder oder kein Dementi oder irgendwas gekommen ist. Ja, das könnte halt wirklich, das könnte wirklich sehr, sehr spannend sein. So, also wir können ja auch nochmal gucken. Das hier ist der Flieger, der in Bremen angekommen ist. Von Aalburg. Da soll ja wohl angeblich unser guter Oliver sich wohl jetzt fit gehalten haben. Der war jetzt auch nicht bei Rubin Kazan. Das hier ist sehr, sehr interessant. Das wäre sehr, sehr interessant. Aber dann wäre der, warte mal, 15.21 Uhr. Das heißt, der wäre jetzt seit einer Stunde sowieso da, ne? Was meint ihr, wenn Spieler 15.21 Uhr kommt und dann anderthalb Stunden? Ich habe gerade eben schon mal gelesen gehabt, eine halbe Stunde würde man vom Flughafen zum Stadion brauchen, ne? Was wäre, wenn zuerst, was wäre, wenn er zuerst ins Krankenhaus fahren würde, um einen Medizincheck zu machen, so? Ich wohne auch nur 10 Minuten vom Weserstein entfernt, da ich nur 4 Wochen Urlaub habe, kann ich vor Ort sein, hätte sonst bis 20 Uhr arbeiten müssen. Sehr, sehr geil, Dennis. Ich glaube nicht, dass Groß sich das gibt. Dann macht der Feierabendbier und wird Coach. Groß macht Feierabendbier und wird Coach. Ja, Nico Havis, der Typ aus Bochum, hat mir auch gesagt, dass der neue Spieler heute kommen soll. Ist dann aber weitergefahren. Warte mal, wir gucken nochmal kurz, was Dennis gerade geschrieben hat. Der Typ aus dem Bochum, achso, der Typ, mit dem du gesprochen hast, ja, der vom Stadion war. Der Typ aus dem Forum hat mir auch gesagt, dass der neue Spieler heute kommen soll, ist dann aber weitergefahren. Ja, vielleicht weiß der schon mehr als wir, ne? Er war auf dem Fahrrad und sah ein bisschen aus wie ein Reporter, nur ohne Kamera. Ja, das wäre schon sehr, sehr geil, ne? Danke, Dennis, für deine Mühe. Absolut, ey, danke an Dennis nochmal, ne? Ohne Witz. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr cool. Ja, ich sag ja, selbst wenn es am Ende nicht so sein sollte, ne, ist es trotzdem extrem cool, dass einfach der Dennis jetzt auch da gerade ist und für uns das Ganze so abcheckt, am Laufen hält und sich die Mühe überhaupt macht. Deswegen sage ich ja auch, lasst alle auch ein Follow bei Dennis da.
So, jetzt muss ich hier mal kurz wieder. Warte mal. So, Dennis. Guck mal hier. Zack, zack, zack. Hier, das ist der gute Dennis, der vorm Stadion ist und sich diese Mühen eben auch macht. Die ersten aus der Community haben ihn auf jeden Fall abonniert. Abonniert ihn gerne alle. Lasst da Liebe da, schreibt ihm. Finde ich sehr, sehr cool. So, ne? So, Dennis schreibt gerade auch. Ist kein Rückflug oder so. Ja, ich weiß, dass es kein Rückflug ist, weiß ich. Es gab gerade eben auch schon irgendwann, wer der geschrieben hatte, dass der Flieger den Passagier praktisch abgeladen hat auf gut Deutsch und später um 17 Uhr oder so die gleiche Maschine einen Flug nach London oder so hat, ne? Also der Flieger wurde, warte mal, hier. Eben ist ein schwarzes Auto reingefahren, war aber nicht schnell genug für ein Foto, schreibt Dennis gerade. Auch wieder sehr interessant. Ayrton wird heute 49. Ja, apropos Ayrton, hier ganz kurz mal am Rande. Für alle, die jetzt hier auch gerade mit mir am Warten sind. Ich habe gerade eben einen Beitrag hochgeladen mit dem Video von Ayrton. Guck mal hier. So, das war an dem Tag, wo ich bei Apollo Baustoffen war mit Ayrton. Und ja, könnt ihr gerne mal abchecken. So, hier. Das ist Ayrton und da ist Hussein. Muss ich von Apollo Baustoffen. So, und dann ich mit der Ailton und das halt, guck mal hier, mit den Grimassen fand ich sehr, sehr cool irgendwie. War witzig. Ja, könnt auf jeden Fall hier mal drunter kommentieren, alles Gute, Ailton. So, könnt ihr ihn auch gerne, gerne markieren. Ich hatte mit ihm gestern noch auf WhatsApp auch geschrieben gehabt, wegen dem Trikot. Das wird jetzt auch die Woche losgeschickt. Genau. Das heißt, ihr könnt gerne mal da unten rein kommentieren, ja? Wozu Rückflug, wenn er wechselt? Ja, es gibt ja keinen Rückflug, ne? Den Medizincheck absolvieren die Spieler eigentlich alle im Krankenhaus links an der Weser. Da ist etwa 20 Minuten vom Weserstadion entfernt, also mit dem Verkehr berechnet. Ja. Eine Stunde zum Medizincheck jetzt zur Unterschrift. Ja, also wenn da müsste, also wenn da jetzt mehr dran ist, sagen wir mal, ne? Da müsste eigentlich in der nächsten halben Stunde, sag ich mal, auf jeden Fall, so, müsste eigentlich auf jeden Fall dann da was mehr kommen jetzt. Oder was genaueres kommen. Dennis schreibt, ich habe auf jeden Fall jetzt Discord. Danke, Nico und deine Community. Ey, wir haben zu danken, Dennis. Wir haben zu danken. Wie gesagt, ich möchte auch niemanden sehen, der jetzt hier irgendwie hier zu Dennis schreibt, hier Troll oder sonst was, ne? Oder so ein Quatsch. Der macht sich die Mühe am Weserstadion und hält uns hier mit allem auf dem Laufen. Das ist nicht selbstverständlich. Und jeder, der, wie gesagt, dem das nicht passt oder der hier irgendwie nur rumsteigen will oder so, der kann einfach gehen. Das ist gar kein Problem. Ne? Das ist einfach für die Leute, die eben jetzt eben eh auch am Warten sind und dass wir zusammen warten können auf News. Versteht ihr? So. Dafür ist das Ganze gemacht. Ne? So, versteht ihr, was ich meine? Und deswegen sage ich ja auch, lasst gerne auch ein Follow bei Dennis da. Das ist nämlich alles, alles, aber nicht selbstverständlich. Habe ich einen Discord aufs Handy geladen, musste aber vorher was rausschmeißen. Mein Handy ist total überfüllt. Guck, dass dein Handy noch Akku hat. Wir brauchen jetzt gleich noch hier ein Bild, wenn er auf einmal dann vorfährt. Der gute Herr. Hast du Ayrton etwa in WhatsApp? Wie krass. Ja. Ich habe bei 40 Grad übrigens, richtig, bei 40 Grad übrigens. Also, Dennis, auch von mir nochmal ein richtig dickes Dankeschön, ne, mein Lieber. So. Warte mal. Warte mal. Ach so. Ah ja, ich wollte euch gerade sagen, warte mal. Hab gehört, dass eventuell Leo und Rapp verkauft werden sollen. Dass Olli und neuer Zehner ist, aber nur passende Angebote, also nichts Heißes, aber durchaus möglich. Weiß ich nicht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Im Forum steht auch, dass der Werder-Bulli Auto, der immer zum Flughafen fährt, im Spiel abzuholen, vor 2 Stunden aus dem Wesenstadion gefahren ist. Ja, genau.
Genau, und das ist ja das, was ich meinte, das würde passen mit der Ankunftszeit. Der müsste halt dann eigentlich irgendwann jetzt auftauchen, auch am Stadion. Also, ich kann euch ja mal vorlesen. Meine WhatsApp-Kontakte, also jetzt die bekanntesten vielleicht, Werder-Kontakte-mäßig, sind wahrscheinlich, also die bekanntesten sind wahrscheinlich Windenrufer, Ayrton, habe ich auf WhatsApp. Auf WhatsApp habe ich Ayrton, Windenrufer, Sebastian Bönig. Ja, das sind die bekanntesten, glaube ich. Das sind die bekanntesten. Und auf Instagram habe ich viele weitere halt noch, mit denen ich in Kontakt stehe. Ne? Aber das ist so WhatsApp, meine ich jetzt. Bin einfach nur ein Werder-Fan vom ganzen Herzen. Sehr, sehr geil, Dennis. Spannender als jeder Film. Ja. Also, soweit ich weiß, bei Rapp kann ich euch sagen, ist jetzt nur, was ich weiß. Soweit ich weiß, steigt er die Woche wieder im Training ein. So, oder ist schon wieder eingestiegen im Training. So. Und bleibt auch bei Werder. Das ist meine Quelle. Jetzt könnt ihr ja selber abwägen. Ne? Aber das kann ich euch von mir aus sagen. Leo würde ich bei jedem Angebot ziehen lassen, der ist gottig. Ja. Krankenhaus ist auf jeden Fall ein ganzer Bereich abgesperrt, schätze mal wegen ihm. Also, wenn das stimmt, woher hast du die Info? Wenn diese Info stimmt, dann wäre das auch wieder ein sehr, sehr gutes Indiz. Im Krankenhaus ist auf jeden Fall ein ganzer Bereich abgesperrt, schätze mal wegen ihm. Das wäre sehr, sehr krass. Das ist eine sehr, sehr spannende Nachricht, die du gerade geschrieben hast. Nico schreibt auch gerade recht, spannende Info, ja. Mann, Nico, Grüße aus Bonn. Lukas, Grüße zurück. Bist ja gar nicht so weit weg von mir. Werder in der ersten Liga ist einfach unglaublich. Es ist aber auch echt schwer, jedes Auto zu beobachten. Die meisten Leute fahren nur an mir vorbei, um ins Stadion mal zu gehen. Ja, na klar, das ist doch ganz logisch, Dennis. Was ist das für ein Bulli von Werder? Hat jemand im Links der Wege? Weser, der gucken kann? Hä? Aber Rappo soll bleiben allein für die Breite. Sowieso. Rappo ist auch ein Spieler, der wirklich auf vielen Positionen einfach einsetzbar ist. Also sowohl für die Breite wichtig als auch für das Kämpferrecht ist der wichtig. So, wenn du mal ein Spiel über die Zeit bringen musst und so, auch dann ist Rappo ganz, ganz wichtig. Hundertprozentig. Steffen schreibt und Nico S. und Real Nico auf WhatsApp. Ja, sehr stark. Sehr, sehr stark. Steffen, sehr, sehr stark. Ein Kumpel arbeitet dort im Krankenhaus, aber ich weiß halt nicht genau, ob es für ihn ist. Aber es wurden auf jeden Fall auch Securities dort gesichtet, die sonst nicht da sind. Würde zumindest die Info wieder bestätigen, dass vorhin ein paar Securities auch weg vom Stadion gefahren sind. Zumindest das würde das bestätigen. Die Info hatten wir auch vorhin mal. Wenn die Securities praktisch zum Krankenhaus gefahren sind, wäre das schon, ja, das wäre schon interessant. Das wäre wirklich sehr, sehr interessant. Kommt noch ein Sechser, macht es keinen Sinn für Rapp zu bleiben, der wird kaum später bekommen. Der Riesenvorteil für Rappo ist, dass der sehr, sehr flexibel einsetzbar ist. Ich sage, dass Rappo einer der Spieler wird, der am meisten über Einwechslungen kommt. Also nicht schon der Startelf her, aber am meisten über Einwechslungen. Sag ich, ne? Ebergard, here we go. Ja, das hoffen wir. Auf diese Nachricht warten wir ja gerade, ne? Vergleichbar mit Ayrton und Rufe. Vergleichbar. Ungefähr. Mein Nico, was gibt's denn für News? Bin seit gerade drin. Hast du noch Kontakt zu Cassie? Ja, habe ich. Junge, Junge, die Community hat mehr Kontakte, als ich dachte. Augen überall. Also, ich kann euch mal so viel sagen. Wenn sowas wie jetzt passiert, ne? Ist bei mir bei Instagram sowieso alles komplett voll. So, mindestens 100, 200 Leute schreiben mir irgendwas. So. Und ganz viele aus der Community sind ja auch, wohnen ja so wie Dennis zum Beispiel am Stadion, ums Stadion rum oder auch in der Nähe davon, ne? So, dann haben wir ja auch Community-Leute, die vielleicht mal in Bremen gearbeitet haben, am Stadion gearbeitet haben oder im Stadion arbeiten, man weiß es nicht, ne? So, versteht ihr? So, zum Beispiel jetzt nur mal so ein anderes Beispiel. Jens Day und Oliver Burke habe ich auch vorher geschickt bekommen. Ich war aber am Meer. Also ich war aber am Meer, deswegen war das zum Beispiel eine Sache, wo ich wenig sagen konnte. Andere Seite mit Weiser, als ich gesagt habe, 2 Tage bevor Weiser kam, habe ich gesagt gehabt, Jungs, hier aus Leverkusener Seite ist zu hören, da kommt jetzt Bewegung rein. Da kam aus Bremen, auch von der Deichstube und anderen auch, die Nachricht, hör mal, da ist immer noch nichts heiß und weiß ich nicht, ne? Und kurz danach ist Weiser zu Bremen gekommen. Also es gibt mittlerweile, ist die Community sehr, sehr viel größer, als wie sie mal war. Und deswegen sage ich ja, wenn das jetzt hier heute, ne? Wenn Abelgard nicht kommen sollte, hat die Community damit
gar nichts zu tun im Grunde genommen. So, das ist einfach eine Info, die ursprünglich die erste Quelle ist Fabrizio Romano. So, und diese zweite Aufruhr ist halt, dass der Typ, der auch Stay gespoilert hat, auch heute geschrieben hat, dass eben Abelgaard wohl in dem Flieger sein soll. Und dieser Flieger ist ja bestätigt, dass er von Dänemark nach Bremen gekommen ist. So. Und daraufhin ist jemand aus unserer Community, also Dennis, rübergefahren zum Stadion und beobachtet hier und schreibt hier im Chat. Sowas wie jetzt. Noch ein Auto fährt gerade rein, aber man sieht nur einen Fahrer. Die Community hat ihre Augen überall. Ja, ist so. Man weiß allgemein noch nichts, weil man hat ihn noch nicht sicher gesichtet bzw. gesehen. Ja. Von uns wohnen viele in Bremen oder Umgebung natürlich sitzt bzw. hört man etwas. Ja eben, deswegen ja. Und das ist ja auch cool. Das ist ja auch wirklich cool. Und deswegen ist es manchmal ist es auch so ein bisschen... Ja, es gibt natürlich auch immer so ein paar Leute, die wollen einfach so ein bisschen Fitner stiften. Ne? Also einfach nur so ein bisschen... Ja, ein bisschen Palar, ein bisschen Beef machen, sagen, hier ist scheiße, das ist scheiße und so, ne? Guck mal, am Ende, sage ich euch ehrlich, alle, die jetzt hier im Stream sind, alle, die den Stream im Nachhinein sehen, waren am Ende wahrscheinlich die ganze Zeit am Handy, haben gesucht, ob irgendwas Neues darüber geschrieben worden sind und sind halt jetzt hier im Stream und können das hier wenigstens zusammen mit der Community gucken. So, und wenn jetzt gerade was passiert, können wir sofort darüber sprechen. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn nicht, haben wir einen schönen Nachmittag gehabt unter Werder-Fans zusammen bei 40 Grad gefühlt, macht sowieso keiner groß, was anderes gerade. Versteht ihr, was ich meine? Weiser wurde bewusst in Leverkusen so behandelt, damit er zu Werder geht. Ist richtig. Was für Detektive. Dennis, der Außenreporter. Dennis sitzt gerade bei Baumi im Büro. Ist 3:20. Aber nicht, wenn Abelgaard ist. Ja, hätte man ihn schon mal gesichtet. Nee, Abelgaard ist um 15 Uhr. 15.20 Uhr sollte die geplante Ankunft sein. Ich glaube, 15.30 Uhr war sie am Ende. Ist halt erst anderthalb Stunden her. Wenn er wirklich den Medizincheck erst machen geht, was ja durchaus sein kann im Krankenhaus, ne, dann kann das sein, dass es jetzt noch ein Momentchen bräuchte. Ne? So, hätte mal wieder Bock auf Bentaleb, wurde am Osterdeich gesichert. Jokes, ja. Hat auch direkt hintergeschrieben, Joke. Das ist gut, sonst wäre jetzt hier ein bisschen wieder kritisch. Bin echt gespannt, wie gesagt, laut Worum, User vertrauenswürdig, sollen eventuell sogar noch zwei Spieler kommen. Das wäre krass. Kannst du mal wieder mit Cassie auf Spiele reagieren? Ja, wenn Cassie da will, natürlich, klar. Solange man ihn noch nicht gesehen hat in Bremen, kann man nur spekulieren. Absolut richtig. Leider aber, naja, das ist halt dann halt mal wieder ein cooler Nachmittag mit Nico gewesen. Siehst du, das ist eine schöne Nachricht. Das ist eine sehr geile Nachricht. Das ist auch ein geiler Nachmittag mit euch gewesen. Und auch mit Dennis ist es geil. Denn Dennis sitzt gerade für uns im Stadion. So, versteht ihr, was ich meine? So, eine gute Freundin, die in Links an der Weser arbeitet, hat gesagt, dass drei Autos, wenn es gegen 16 Uhr über den Sperrbereich des Helikopterlandeplatzes zu einem Hintereingang gefahren sind. Whistler? Echt? Also wenn Whistler da was schreibt, wenn er jetzt nicht dran da schreibt Prank oder so, glaube ich das sofort. Whistler ist einer von zwei oder drei längsten Kanalmitgliedern auf diesem Kanal. Der ist seit fast zwei Jahren hier am Start. Whistler schreibt, hört zu, Freunde, eine gute Freundin, die im Links der Weser arbeitet, also dieses Krankenhaus, hat gesagt, dass drei Autos, Vans, gegen 16 Uhr über den Sperrbereich des Helikopterlandeplatzes zu einem Hintereingang gefahren sind. Das wäre sehr, sehr krass. Aber sie weiß nicht, wer drinne war. Aber das wäre auch wieder eine gute Info. Eilmeldung. Zwei Personen, ein Mann, eine Frau stehen am Südtor und arbeiten für eine Zeitung. Sie können mir nichts über den neuen Spieler sagen, wurden aber öfter gefragt heute. Okay. Es wird heißer, Freunde. Wäre nice, wenn es noch die Videodays geben würde, würde mir direkt Autogramm von dir holen. Videodays? Ist das wie dieses Gamescom gewesen praktisch? Gibt es das nicht mehr? Gibt es keine Videodays mehr? Ich weiß gar nicht. Ich war da auch mal, aber sehr, sehr lange her. Hab die beiden eben angesprochen. Haben sich auf jeden Fall bereit gemacht, was zu schreiben.
und haben Discord angehabt, habe ich gesehen. Oh, weißt du, welche Zeitung denn ist? Guck, und das meine ich. So, das sind Infos, die kriegt ihr jetzt direkt hier im Stream. Versteht ihr, was ich meine? So, und wir können ja immer noch, guck mal, müsst ihr auch überlegen, wir können ja immer noch gleich auch hier sitzen und sagen, okay, war alles scheiße. Versteht ihr, was ich meine? So? Oder ist nichts geworden? Ja, dann ist das so. Aber es ist doch viel geiler, jetzt hier gerade über die Infos zu diskutieren. Auch wenn zum Beispiel eine Info reinkommt, wo wir denken, boah, weiß ich nicht, können wir auch drüber zum Beispiel spekulieren und sagen, okay, das könnte vielleicht Quatsch sein. Also ich finde das extrem cool gerade. Wenn der Sechser wirklich so gut ist, macht der Safe den Rest des Teams besser. Also das wäre ein super, also wenn das, dann wär, das wäre super. Na gut, na guck, Whistler hat da auch Kontakte und kann das mit dem gesperrten Bereich bestätigen. Ja, siehst du. Das heißt, auch das ist jetzt schon wieder bestätigt im Prinzip. Das mit dem gesperrten Bereich ist jetzt auch bestätigt. Hört sich sehr interessant an. Wahrscheinlich Weser Kurier. Dennis beste Quelle. Ja. Ja, ja, ja. Oder Park zum Beispiel, auch so ein Ding. Park hat mir zum Beispiel auch jemand aus der Community eine Nacht vorher gesagt gehabt, ne? So, das sind alles so Sachen mittlerweile, die den Kanal, also jetzt waren alle da draußen, ne? Wenn ihr irgendwann auch mal an dem Punkt sein solltet, dass ihr was vor mir hört und wisst, vielleicht sogar aus bestätigten Quellen im Umkreis, könnt ihr mir das immer gerne auch schreiben oder schicken, weil wir einfach da wirklich über den Kanal, über auch über diese Reichweite extrem viel größer geworden sind, ne? So, also es sind wirklich sehr, sehr viele Leute, die sich auch damit beschäftigen und auch wirklich, ich sag mal, mit dazu beitragen wollen, dass der Kanal ja auch wächst. Versteht ihr, was ich meine? Was ich ein bisschen frech finde, muss ich sagen, wir sind die ganze Zeit fast 400 Leute und wir haben erst 100 Likes. Freunde, also ganz, ganz schnell die 200 Likes voll machen. Aber ganz, ganz schnell. Das im Park habe ich dir gesagt, Nico. Nee. Derjenige, der mir das gesagt hat, dessen Namen darf ich nicht nennen. Das habe ich eine Nacht vorher gewusst. Das wissen auch zum Beispiel meine Mods, weil da habe ich das reingeschrieben. Da habe ich das reingeschickt. Aber du hast das, glaube ich, auch mir vorher geschrieben, Marcel. Aber das hat mir irgendwer anders noch geschickt. Ich kann das auch raussuchen. Ich weiß, ob ich das finde, ist eine andere Sache. Ob ich das finde, ist eine andere Sache. Warte mal, ich kann ja mal gerade in der Mod-Gruppe gucken. Ich durfte nämlich seinen Namen nicht erwähnen. Hat auch seine Gründe. Aber. Siehst du, deswegen muss ich diese. Ich werde die Mod-Gruppe löschen, dass nur noch einzeln die Leute. Dass ich einzeln mit den Leuten schreibe oder in einer kleinen Gruppe schreibe. Also man findet ja nichts. Nichts findet man. Ah, wo ist jetzt die Kackelake da? Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, okay, ich find's gerade nicht. Weißt du nicht mehr? Habt ihr doch Chat gezeigt von mir und Parky? Bruder, ich weiß, wer. Ich weiß, guck mal, ich kann es einfach anders machen. So. Kann ich bestätigen, Nico? Genau. So, Marcel, ich weiß, dass du. Guck mal hier, Marcel Hack. Dich habe ich doch auch hier. So, guck mal. Marcel. So. Nee, Marcel, habe ich nicht von dir. Ich habe das von jemand anderen. Vertrau mir. Ich habe das von jemand anderen, aber ich darf seinen Namen nicht sagen. Habe ich ihm versprochen. Das war auf WhatsApp, Bro. War auf WhatsApp? Okay, warte, ich gucke nach. Boah, mein MacBook wird gerade richtig heiß, ne? Das ist aber gar nicht gut. Nee, nicht löschen. Die Gruppe hat mehr Tradition als die Bundeswehr. Doch, ich bin echt überlegen, die Mod-Gruppe zu löschen. Das ist ja gar nicht mehr der Zweck, der es eigentlich mal war. Jeder schreibt da irgendwie gefühlt irgendwas rein. Aber eigentlich ist ja so eine Mod-Gruppe, ne, so, um den Kanal sich auszutauschen oder neue Sachen so. Aber das ist aber auch gar nicht böse. Ihr habt doch auch eine Gruppe. Bolton, ihr habt doch eine Gruppe, eine einzelne Gruppe. Da habt ihr doch weiterhin eine große Gruppe. Das hat gar nichts damit zu tun mit euch da. Also jetzt nichts mit einzelnen persönlichen Leuten. Mann, was wollt ihr denn jetzt gerade machen? Ah ja, genau. So, WhatsApp-Gruppe, da wäre der Talk. Ne, siehst du, Master ist nicht. Der heißt anders. Hier, kleiner Insider für dich. Guillaume Park wechselt nach Dresden auf Leitbar. Das habe ich einen Tag vorher um 17.50 Uhr geschickt bekommen. Moin Nico, wie geht's dir? Diese Streams sind so legendär. Kuss.
Einfach 80% der inaktiven Mods raus. Nee, Nico, ich mach so eine kleine Gruppe vielleicht da mal oder so, aber einfach die große Gruppe ist da weg dann. Wie viele Mods hast du denn, dass diese Gruppe so groß ist? Zu viele. Glaube ich. Also ich kann dir mal kurz... Wie viele Mods haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mods haben wir. Das ist wirklich viel, ja. Hat Apple gerade Insta? Weiß ich gar nicht. Hat einer von euch da? Also, oder hat einer von euch den? Moin, Nico, moin, grüß dich. Wie ist der Stand? Ist Apple gerade in Bremen oder was? Alles gut, weiß nur, dass ich dir auch was gelegt habe. Schreib Hack, dass er einen Vertrag unterschrieben. Ja, ich weiß, Marcel. Ich weiß, dass du auch schon mal was vorher mir geschrieben hast. Ja, Undertaker hatten wir mal, aber das hat sich ja irgendwie zerschlagen, sag ich mal. Wir sind aber doch immer dieselben 4-5 Leute, ja. Und das schreibt jemand aus dem Chat, ne? Hab noch 35% Akku, sagt Dennis. Dennis, unser Außenreporter, hat nur noch 35% Akku. Wer ist gerade am Weserstein und bringt eine Powerbank? Hat er aber relativ inaktiv, okay. Ich glaube, der hat Insta. Ich warte noch bis 18 Uhr. Okay. Also wir warten auf jeden Fall so lange, wie Dennis auch wartet. Moin Tyler, grüß dich. Kannst du auch keinem erzählen, ne? Ich hätte nicht gesagt, dass wir 15 Mods sind. Wir sind auch noch nie 15 Mods im Chat gewesen, aber wir sind von der Anzahl her 15 Mods. Das stimmt schon. Kannst du auch keinem erzählen, ne? Dass wir bei 38 Grad zusammen hier hängen und drauf warten, bis es neue News gibt über Evergarden. Sehr, sehr geil. Und wir haben fast die 200 Likes, Freunde. Sehr, sehr geil. 166, meine Güte. Moin, gibt es Neuigkeiten zu Oliver? Nein, wir warten auch gerade. Also es gibt die letzten News zu Oliver sind die. So, hört mir zu, Freunde. Die letzten sind die. Wir wissen, dass ein Privatjet von Dänemark nach Bremen geflogen ist. Wir wissen, dass im Krankenhaus, wo für gewöhnlich ein Medizincheck immer gemacht wird, ist ein Bereich abgesperrt worden und da sind drei Leute vorhin hochgegangen. Wir wissen auch, dass der Werder-Bulli, der eigentlich die Spieler mal abholt, zwei Stunden vor Ankunft des Spielers, also des vermeintlichen Spielers in Anführungszeichen, aus dem Weserstadion losgefahren ist. Das sind so die neuesten Infos. Jetzt kommt gerade rein, Elbegard wird morgen um 10 verkündet, glaubt Basti Mo. Brauchst du 30 Minuten zum Stadion? Ja, da ist er schon wieder weg. War eben 2 Minuten weg, mir was zu trinken, holen sie vom Kiosk. Hoffen, derzeit ist keiner reingefahren. Ich glaube, soll ich euch mal was sagen? Ich glaube, wenn ich in Bremen wohnen würde, ne, hätte ich richtige Probleme. Hätte ich richtige Probleme, weil ich einfach immer am Stadion gefühlt wäre. Also ich hätte richtige Probleme, dann da wegzukommen. Ich würde immer dieses Gefühl haben, was zu verpassen. In der Transferperiode, ich würde, glaube ich, mit einem Zelt da sitzen und wie heißt es? Und würde da übernachten. Würde die Streams vor dem Stadion die ganze Zeit machen. Wenn Baumi dran vorbeifährt, würde ich rufen, Schneeballschlag, wuh! So, versteht ihr? Hab in Montreal gerade 23 Grad vor Luxus. Denn 23 Grad wäre stabil. Die Securities haben mich eben beobachtet. Zwei unten an der Tiefgarage und einer aus Baumis Büro. Ja, Dennis, ich glaube, die haben ein bisschen Angst, dass du hier, ne? Dass du da Schwierigkeiten machst. Verstehst du? Ich bin glücklicher. Boah, 23 Grad wäre wirklich gerade Liebe, ne? Ich weiß nicht, wie warm ist es gerade bei euch, Chef? Wie warm ist es gerade bei euch? Dennis, wie warm ist es gerade bei dir? Alter, du bist doch total am Schwitzen hier, oder? Dennis, nimmst du die Anfragen nicht an? Weil sonst brauche ich den Link ja gar nicht reinschicken. Du bleibst die ganze Zeit bei 30 Follower. Oder hat dir niemand gefollowt? Hat dir niemand gefollowt? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da haben einige Leute dir schon allein geschrieben, oder? Schick nochmal den... hier, das ist der Insta-Link von Dennis. Also, wer Dennis auch mal folgen will, kann das gerne mal machen.
39, 37 Grad, Plattenseck, ich fühle es nie kommen. Mir ging gerade die Schneeballschlacht vom Baum durch den Kopf. 39. Hier ist 22 Grad. Oh, das 22 Grad ist Ehre, Alter. 37, 37. Manuel! 99 Cent! Muah! Vielen lieben Dank, mein Lieber. Vielen lieben Dank. 38, 37,5. Hast du schon mal von was von ihm gesehen? Also Skills oder sonstiges? Von Oliver? Skills habe ich nicht gesehen, ne? Wir können uns hier leider auf YouTube das noch nicht angucken. Ich hätte auch auf Twitch streamen können, rein theoretisch. Da hätten wir uns das auch angucken können. Aber das ist halt etwas so, das geht jetzt hier wirklich komplett auf den Werder-Kanal eigentlich, ne? Aber soll ich euch mal kurz was sagen? 40 Grad, 43, tschüss, Bruder, Alter, 41 Grad, das ist krass. Grenze Leverkusen, 38 Grad, dann bist du ja bei mir in der Nähe, Tobi. Dann bist du ja bei mir in der Nähe. Und bei mir auch 38 Grad übrigens. Was wollte ich euch jetzt gerade sagen? Achso, ich habe für die neue Saison Pläne gemacht, Freunde. Hört mir kurz zu, in der Zeit, wo wir auf Neuigkeiten warten. Am Freitag werde ich mir eine Nintendo Switch kaufen. Und ich habe euch gestern gefragt, was ich mir für Spiele holen soll. Eins der Top-Spiele war Mario Kart. Das wird schon mal geholt. Mario Kart 8 Deluxe oder so heißt das. Das wird gekauft. Fall Guys probieren wir mal aus. Habe ich noch nie gezockt, keine Ahnung. Kann mit dem Zusehen jetzt noch nicht so viel anfangen. Vielleicht muss man selber zocken. Mal schauen. Nintendo Sport soll ich mir holen. Das will ich auch machen. Finde ich geil. Kann man vielleicht auch dann mit der Familie eben zocken. Also mit meinem Sohn und meiner Freundin. Wäre bestimmt was Lustiges. Da könnt ihr gerne mal eure Erfahrungen reinschreiben. Ne? Und was habe ich noch? Achso, und ich will mir noch ein Pokémon holen. Aber ich will mir so ein Pokémon holen wie früher. So, ich möchte so ein Pokémon holen wie früher, wo man so Pokémon sammelt, hochlevelt und gegeneinander kämpft, Arena und so. Wer da ein guter Spieler hat, kann es mir auch reinschreiben. Ich glaube, Schild und Schwert wurde mir aufgeschickt. Diamant soll scheiße sein. Also das mal kurz dazu. Ja. So. Ah, guck mal, Dennis hat jetzt 34 Follower. Also Dennis, da müssen wir aber noch ein bisschen was dran arbeiten, ne? Ich zeig nochmal Dennis' Profil. Das hier ist der gute Herr, der uns hier gerade die ganze Zeit die Infos rausknüppelt. Der Dennis. Jeder von euch muss ihm jetzt auch hier folgen. So. Smash Bros. Smash Bros. Wurde mir auch aufgeschickt, stimmt. So. Vollgas funktioniert, warte mal, wo war? Funktioniert auf der Switch leider nicht so gut. Schlechte Online-Höhe, okay. Also gerade Insta, 32 Grad in Flensburg. Machst du heute Abend noch mal ein Video mit einer Zusammenfassung des Infos des jetzigen Livestreams? Nee, nur wenn, also ich mache das nächste Video, wenn ich ein Video nochmal über den Kerl mache, dann erst, wenn wir jetzt was Fixes haben oder ganz neue Infos. So, ne, aber nicht Dings. Hol dir Pokémon Diamant Pearl Remake. Das soll irgendwie scheiße sein, haben viele gesagt. Also die meinten, ich habe gestern mit zwei Leuten geschrieben, die meinten, Pokémon Diamant und Pearl sind scheiße, die Remakes. Ich soll lieber Schild und Schwert holen. Schild und Schwert oder auf die neuen Spiele warten. Ja, die neuen hole ich ja dann auch, aber es geht jetzt erstmal um jetzt gerade, weil, hört mir zu, ich möchte auf Twitch gerne auch einfach mal vielleicht so einen Tag die Woche, dass sie einfach mal so ein bisschen zocken auf Twitch. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte ja gerne auch ein, zwei feste Sachen bei Twitch haben und da würde ich gerne sowas vielleicht auch dann noch machen. Bundesliga-Talks, dann einen anderen Tag vielleicht einfach zocken so und natürlich, wenn Bremen nicht spielt, Bundesliga zusammen gucken. Das ist so das Konstrukt, ne, was so auf Twitch dann kommen soll. Und ich möchte gerne im neuen FIFA-Teil da FIFA-Streams auch machen, aber das dann von der PlayStation aus. Digga, da habe ich richtig Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf, ne, sage ich euch wirklich, wie es ist. Jetzt Olli oder Gilavogi? Wenn ich es mir aussuchen könnte, weiß ich. Dafür kenne ich Olli zu wenig. Das kann ich nur schwer sagen. Glaubst du, wenn er kommt, dass er festkommt oder eine Laie wegen dieser FIFA-Ausnahmeregel? Also erstmal sowieso über die FIFA-Ausnahmeregel kommt er, wenn dann nur, weil wir jetzt gerade finanziell schwierig angeschlagen sind. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, wenn der Typ bei uns funktioniert, dass er dann wirklich Richtung Ende der Laie praktisch auch ein Kaufkandidat sein wird dann. Kauf dir lieber einen guten PC. Warum? Ich habe die PlayStation hier. Dann hole ich mir die Switch. Nintendo Switch, weil da einfach viele Sachen sind, auf die ich Bock habe, die Spaß machen.
Und was heißt guten PC? Ich habe MacBook. So, das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Auch wenn ich nächstes Jahr wahrscheinlich einen größeren mir noch holen muss. Winsler, vielen lieben Dank für 5 Euro. Mua, Kuss geht raus, mein Lieber. Und Manuel nochmal mit 99 Cent. Mua, Kuss geht raus, mein Lieber. Ihr könnt übrigens auch gerne, also die Leute, die auch ein paar Euros hier verspenden wollen, könnt ihr auch gerne eine Kanalmitgliedschaft an jemanden aus dem Chat verschenken. Dann hat derjenige nämlich auch was davon. Kuss geht raus. Es geht nämlich hier mittlerweile auch. Was würdet ihr aktuell dem Transfer-Sommer geben? Für eine Note? Wenn du könntest, fahr ich sofort zum Flughafen. Zelda ist mega auf Switch. Alter, auf keinen Fall Ablöse bezahlen. Wenn der Sommer kein Geld nach Russland schickt. Das ist, also erstmal ist das, wird das kein Kauf sein. So, das wird diese FIFA-Ausnahmeregelung sein. Und Punkt 2 ist, nächstes Jahr kann ich mir natürlich, wenn der gut funktioniert, bei Werder als Beispiel, sehr gut vorstellen, dass man sich dann darum auch bemüht, diesen Spieler zu holen. Aber trotzdem Wahrscheinlichkeit ist der Wechsel nur noch bei 41%. Ja, aber 41% sind auch immer noch stabil. Und du darfst nicht vergessen, der ist runtergedroppt, wo die Deichstube gestern gesagt hat, dass das was kälter ist. Heute sind ja diese anderen Infos jetzt. Hier kommt gerade rein, Medizincheck bestanden. Basti, was hast du für Infos? 2, 2, 2, 3 plus, 2 plus, 3, 3, 2. Moin Nico, Daniel, grüß dich. Werder macht einen guten Job, 2 plus. Mit Olli, 1 minus. Ja, also wenn jetzt hier auch noch ein Sechser kommt wie der Olli, dann müssen wir über eine 1 minus reden. Da müssen wir über eine 1 minus reden. Das ist so. Also, Basti hat gerade eben reingeschrieben, gehabt, Medizincheck bestanden. Aber Basti, schreibt mal gerne, woher. Gibt es das Neues zu Elbegard? Jetzt der Stand, den wir hatten, ist, dass es wohl ein Medizincheck oder beziehungsweise im Krankenhaus ein abgesperrter Bereich gab, wo drei Leute reingegangen sind. Das war die letzte Info, die wir hatten. Sagte auch Kai Fockmann, aber war einfach nur enttäuscht. Echt? Aber welches ist denn gut? Die meinen alle Schild und Schwert ist gut, aber das ist dann nicht mit den alten Pokémons, ne? Ist auch scheiße. Note 2, wenn Abigard kommt. Wenn Abigard kommt, 1 minus. Okay, wenn Leo weggeht und dafür Mädchen ist, dann kommt ein 1. Ja. Wir sollen das Monster holen. Wird eine mega Verstärkung für uns sein. Da, also, das wäre wirklich eine krasse Verstärkung. Ich glaube, dass der nächstes Jahr ablösefrei ist. Nee, nächstes Jahr ist. Es sei denn, es gäbe dann nochmal eine Ausnahmeregelung, weil er dann im letzten Vertragsjahr ist. Keine Ahnung. Was haben alle gegen Leo? Ich glaube, dass eigentlich niemand prinzipiell krass was gegen Leo hat. Also bestimmt, natürlich gibt es immer den einen oder anderen, aber er ist einfach immer wieder hinter seinen Leistungen geblieben. Das ist, glaube ich, eher das Problem von den meisten. Ich glaube, persönlich, also privat, haben die wenigsten was gegen Leo. Sind eigentlich jetzt dem Dennis ein paar Leute gefolgt? Ich habe den hier die ganze Zeit eingeblendet. Ah ja, guck mal. 57 Follower hat der gute Dennis jetzt. Ja, guck mal. Dennis geht jetzt hier steil. Guck mal. Komm, wir machen Dennis mal die 100 Follower voll. Also, Dennis ist gerade für uns am Stadion. Ich finde, da könnten wir ihm mal gerade ganz kurz die 100 Follower voll machen, oder? Hab dich und alle anderen angenommen eben, Nico. Ja, ich hab's gerade gesehen. Kuss, kuss, kuss. Sind das deine Hunde, Dennis? Sehr geil. Husky? Husky sind schöne Hunde. Huskies sind sehr schöne Hunde. Leo charakterlich top, aber fußballerisch eine Katastrophe momentan. Schmied einfach besser. Ja, wenn Oliver kommt, dann haben wir eine super Transfer, das haben wir hinter uns gebracht. Ich muss auch tatsächlich sagen, rein theoretisch, möchte ich mal sagen, die Transferphase ist sowieso jetzt, stand jetzt schon sehr, sehr gut von unserer Seite aus. Sollte jetzt noch ein Sechser kommen oder sogar hier Oliver kommen, ne? Dann müssen wir darüber reden, dass zumindest transfertechnisch auf den Positionen ist das eigentlich eine Nummer 1. Also dann ist das eine 1er-Transferperiode, die beste seit Jahren. Ob die Spiele am Ende funktionieren, das wird man sehen im Laufe der Saison. Aber von den Positionen her, die Verstärkung, was hätte Baumann machen können, hätte er eine 1 rausgeholt. Sage ich euch wirklich, wie es ist. Dann. So, das sage ich euch wirklich, wie es ist. Das meine ich auch wirklich so. Das ist ein Fakt. Meine beiden Hunde müssen gleich noch raus. Ja, sind meine Hunde. Hättest du mitnehmen können, Dennis, oder? Schön. Ich mag Hunde. Auch hier Huskies, liebe ich sowieso. Huskies, wunderschöne Hunde. Hier auch süßes Gesicht, aber mit so Hunden kann ich nicht so viel anfangen. Huskies finde ich schon sehr, sehr geil. Ich glaube, wir kriegen wieder eine geile 10, bitte.
bin froh, dass Leo das Siegtor gegen Nürnberg und den Ausgleich gegen Regensburg oder so gemacht hat. War wichtig. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn das, ja, wenn Leo da auch wieder voll in seine Spur reinkommt, ne? So, wie viel hat Dennis? Hallo, 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 Freunde. Achso, der ist auch privat, der muss mich immer erst annehmen, ne? Wir alle mal jetzt, der muss jetzt gleich mindestens 43 Anfragen haben, damit der gute Herr 100 Dings voll macht. Ein Sechser fände ich schon wichtig, fehlt mir irgendwie. Naja, von der Breite her haben wir halt jetzt zwei, ne, gerade Grosso und Guev. Aber ich sag ja auch, ne, ich würde jetzt keinen Sechser holen, um einfach nur einen Sechser zu holen. Wenn es ein qualitativ krasser Sechser ist, dann würde ich mich auch darüber freuen, weil es einfach den Kader stärker macht letztendlich. Also so ein Spieler wie jetzt, ne. Aber ich würde jetzt nicht einfach irgendeinen random Sechser holen. Dann lieber mit Guev das Ganze gehen. Vielleicht bauen wir nur ganz wenig Budget sitzen, dann sitzen. Ich nehme alle an, keine Sorge. Sehr gut, Dennis. Egal, was jeder Einzelne denkt über die Transferphase, aber hätte das Baumann in dieser Art zugetraut? Jemand? Hätte das jemand in dieser Art zugetraut? Nein, ich glaube nicht. Deswegen sage ich, ich glaube, da hat Baum mich schon extrem überrascht. Wirklich. Wenn ich Guev auf der 6 spielen sehe, in der Bundesliga gegen Mané und so, kriege ich Kopfschmerzen. Oh, da kriege ich eher Kopfschmerzen, wenn ich zum Beispiel Jung links sehe und der dann gegen Mané oder Diaby zum Beispiel ins Laufduell kommt. Da kriege ich da viel mehr Kopfschmerzen als bei Guev. Sage ich dir ehrlich, wie es ist. So, Dennis, wie sieht's aus? Ja, guck mal, Dennis steigt, wichtig und richtig. Und natürlich auch nochmal an die Leute, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, ne? Hier. Ich habe auch einen neuen Beitrag hochgeladen mit Ailton, denn unser Kugelblitz hat heute Geburtstag. So. Also könnt ihr mal gerne alle Liebe da lassen und alles Gute Ailton schreiben. Ich möchte, dass jeder jetzt hier mal kurz runtergeht und alles Gute Ailton schreibt. Freunde. Das könnt ihr ja mal eben mal ganz kurz mal machen, ne? Alles Gute Kugelblitz, alles Gute Ailton. Ja? So. 8706 Follower sind wir jetzt. Ja, auch mal so interessant, wie viele ihr von diesen 8000 kennt praktisch, also wie viele Dings. Guck mal, die Pöllers, da hat der Toxi mich letztens noch wieder abonniert. Ja, war weg. Wochenshow am Mittwoch. Ich weiß, dass Mr. Trashback mich auch abonniert hat, glaube ich zumindest. Hat er mich noch abonniert? Lass eigentlich dazu, dass die Deichstube Stark, Friedel und Velkovic in die Dreierkette sieht. Ich sehe es nicht so. Also ist ja deren Meinung, sage ich mal, ne? Ich sehe Stark nicht vor Pieper. Ich sehe Pieper als fast gesetzt an. Sei ehrlich. So, 800 Likes. Da kann man wahrscheinlich nichts finden hier, ne? Ja, ihr seht, also irgendwann wird das dann halt auch irgendwie so sehr unübersichtlich immer. Ah, dann lädt er nicht. Ja, ja, komm. Scheiß drauf. Alles gut, Kugelblitz, danke für den Besuch in Fellbach. Genau. Meine ich auch. Gut auf Mentalitätsmonster, ja. So schnell kann man nicht gucken. Frank Baumann guckt wie Nico, die wissen Bescheid. Die warten, bis der Stream offline geht und dann verkünden die. So ein Ding ist das. Die wollen jetzt nicht dem Dennis die Genugtuung geben. Was hat denn? Achso. Einmeldung, bin ja am Handy. Und eben ist ein silbernes Auto mit eindeutig ausländischen Kennzeichen runtergefahren aus der Tiefgarage. Hat aber Vollspeed gegeben. Okay. Am Steuer saß jemand, der so aus wie Jumbo Schreiner von Bosim. Vielleicht ist auch das unser neuer Mannschaftscode. Kann auch sein. Auch das kann sein. Man weiß es nicht. So. Saß er nur im Flieger? Wir haben noch keine neue Info, die uns jetzt eindeutig bestätigt, was damit ist. Wir sind hier alle am Warten. Baumi hat wie Nico bestimmt abonniert. Safe, mit irgendeinem Fake-Account. So ein Ding ist das. Ihr guckt, Mr. Trashback auch Ehrenmann. Guck mal. Ja,
Ehrenmann, ne? Mr. Trashback, blauer Haken, 154.000 Follower und hat mich auch abonniert. Hier, Renico. Seht ihr? Das ist ein Ehrenmann, ne? Lasse Rosenboom, auch Ehrenmann. So. Richtig, richtig gute Leistung gezeigt. 3.000 Follower. Da muss eigentlich auch mehr gehen, Freunde. Da müsst ihr eigentlich auch mal Alarm machen. 400 abonniert und einer davon wie Nico. Ja, so lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Tim fand ich Hip-Hop. Kennt ihr noch? 1500 Follower. Jetzt lass mich nicht hängen. Lass mich nicht hängen. Abonniert. Hier, Renico hat mich auch abonniert. Ja, richtig und wichtig. MW Kim. Mochten auch ein paar von euch. Waren auch da ein bisschen Fans von. Hat mich auch abonniert. Sag ja, so ein paar Jungs haben mich dann doch schon abonniert, ne? Ja. Gute Jungs sind das. Ja, im Klinikum links an der Weser. Sicher, dass Bremen seine Medizin-Checks in Sportmedizin. Ja, links an der Weser. Das stimmt schon. Das ist schon richtig. Der Fergerkon heißt dann Frank Czesko Baumann. Dennis, dann bauen wir raus mit meinem Video. Oder passiert was? Schreibt Dennis gerade. Dennis, ja, sag. Dennis hat gerade geschrieben, oder passiert was? Dennis, wir sind alle bereit. Aber wir gucken bestimmt gerade deinen Stream mit Oliver und warten, bis du aufgehst und verkündet dann den Transfer. Ja, auf ganz hinterhältig. Auf ganz hinterhältig. Aber Dennis hat Infos, hat er gerade geschrieben. Dennis, wir warten wieder alle auf dich. Jetzt wird's heiß hier, oder was? Was sagt er? Was sagt der Dennis? Erzähl mal. Jetzt kommt was. Jetzt kommt knüppeldick. Oh, Instagram passiert hier gerade was. Was ist denn jetzt los? Pieper war Bockstein. Was? Moin, erstmal einen schönen warmen Nachmittag erstmal. Maurice, grüß dich. Pieper war bockstark in der Vorbereitung, hat schnell das System bestanden. Stark fand ich auf der Rechtsseiteposition, aber auch gut. Rechter Innenverteidiger, ja. Ja, aber Pieper sehe ich als trotzdem als gesetzt an. Pieper ist für mich, boah, extrem stark. So, Dennis. Ey, Dennis, du musst. Dennis, ich brauche ganz schnell ein Grußvideo von Mitchell. Ganz, ganz schnell für den Stream. Mach es, tu es. Tu es für uns alle. Dennis hat gerade Mitchell Weiser getroffen. Oh, jetzt hat er. Wenn der Dennis ein Ehrenmann ist, hat er an uns gedacht. Wenn der Dennis ein Ehrenmann ist, hat er an uns gedacht. Dennis hat den Mitch getroffen. Guckt euch das an. Hier. Dennis hat den Weiser getroffen. Der alte Ehrenmann. Guckt euch das an. Der Dennis. Der Dennis wird hier noch zum Star-Reporter. Wir machen den zum Star-Reporter, sage ich euch. So ein Ding ist das nämlich. So. Spielt er für Dänemark Nationalmannschaft? Einmal wohl. Gleich wurde er vom Platz verwiesen, weil die gemerkt haben, richtig bitte shit. Grüb hat mich schon 8-mal angefragt bei Instagram, aber lehne immer ab. Ich sag ihm, den Follow gibt's nur im Tausch gegen ein Trikot für Nico. Ja, wahrscheinlich. Dennis, hast du jetzt nicht Dings gemacht? Hast du meine Memo jetzt nicht gehört? Dennis, du bist ein 31er, ne? Ich hab dir eine Memo gemacht! Dennis! Das ist ein Typ, ne? Da denkt er nicht weiter, sag ich euch, wie es ist. Der hat da bis 2024 Kontrakt, der aktuelle Regel nach dürfte die Verträge ja nicht länger als ein Jahr laufen, oder? Doch. Doch. Der darf für ein Jahr seinen Vertrag aussetzen. Das rote Auto sieht man im Hintergrund. Ja, genau, denke ich auch. Warum hat Fabrizius fürs hier Spionieren auf dem Lot? Lamborghini. Ja. Dennis, hörst du mir eigentlich zu? Der hört mir nicht zu, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Manchmal, Dennis, bist du so verpeilt, ne? Schau in meine Story, sagt er, ne? Guck mal. Dennis, hör lieber die Memo. Eierkopf, so. Zack, einfach mal auch mal hier, der. Das ist ein Typ, ne? Ich hab doch deine Story gezeigt hier im Stream. Das ist ein Typ, sag mir, wie es ist. Ah, da sagt er, da passiert was, ne? Wir denken alle, jetzt kommt hier der Abel gerade um die Ecke und schickt er den Weiser rein.
So. Jetzt schreibt, der ist schon weg. Ach was, ist der schon weg? Da musst du mitdenken, Bruder. Du bist, weißt du, der laufende Reporter gerade. Hier sind hunderte Leute praktisch live warten. Dann hättest du die Stimmung komplett einmal hochheben können, ne? Nein, da machst du die Story für dich alleine. Du bist ein Typ, weißt du? Du musst deine Community denken. Was ist los da? Wahnsinn. Wahnsinn. Da hast du gesagt, dass Oliver Evergard kein Thema ist. Jetzt gerade, oder was? Wenn das von gestern ist, dann ist das von gestern. Das war ein guter Satz, ne? Habt ihr gemerkt? Wenn das von gestern ist, war das von gestern. Stark. Oh, was sagst du zu der Aussage von der Deichstube? Dieses Gericht hatte keine lange Haltbarkeit. Ja, habe ich gesehen. Ist laut der Deichstube kalt, ne? Ja, habe ich gestern auch gesehen gehabt. Ich sag, wenn Fabrizio Romano sagt, da ist was dran, dann ist da irgendwas auf jeden Fall dran. Und diese ganzen Sachen heute sind schon sehr, sehr stark. Man muss auch mal auf den Papa hören, Dennis. Richtig, 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 richtig. Eigentlich müsstest du Dennis jetzt zum Parkplatz laufen und mit dem nächsten Spieler ein Video machen. So nix ist es nämlich. Strafe muss sein. Strafe muss sein. Bad Bochum-User soll wohl Werder in Verhandlungen mit Alkmaar. Alkmaar? Video Premium ist Pflicht. Mann, was passiert denn heute noch? Ey, es ist heute echt. Also, ich bin mal gespannt, wenn jetzt gleich, sage ich, also, wenn bis 18 Uhr nichts passiert, dann gehen wir jetzt mal offline hier. Aber bis 18 Uhr ziehen wir noch durch. Bin schon Matsche. Ja, der Dennis, guck mal an hier. Was soll er denn noch alles gleichzeitig machen mit 30% Akku? Lass nach den Abend mal in Ruhe. Lass den Jungen mal atmen, richtig. Meine Leute, wenn er vertraut Fabrizio Romano mehr als alles andere. Was für ein Chef, ha? Ausnahmsweise habe ich niemanden gesehen. Ja, die haben jetzt frei. Also die haben jetzt alle, entweder sind in der Kabine noch, aber die kommen alle gleich raus, sage ich dir. Ist immer nach dem Training. Die manche chillen halt noch so ein bisschen in der Kabine und so, aber dann gehen die. Mein Akku geht gleich aus. Ja, alles gut, Dennis. Alles gut. Wir machen das einfach anders. Wir halten einfach fest den aktuellen Stand gleich und dann müssen wir einfach warten, ob morgen oder übermorgen noch was passiert hier. Ja, der wenn dann morgen, Chat, sage ich ehrlich. Also, wir müssen mal, Chat, schreibt mal selber rein. Eins, wenn ihr meiner Meinung seid. Zwei, wenn nicht. Eins im Chat, wenn ihr meiner Meinung seid, okay? Wenn das Ganze um unseren Olli stimmt und wir wirklich da jetzt so interessiert sind und der wirklich zu uns gekommen ist, gerade eben, also wenn er wirklich in dem Flieger da saß, ne, muss bis morgen Mittag, morgen Nachmittag eine Info da sein. Gibt ihr mir recht? Gibt ihr mir recht, Chat? Boah, letzte Mal aus Friedel gewartet, der kam erst 18:30 Uhr, obwohl Training 14 Uhr dabei war. Ja, siehst du, sag ich ja. Sag ich ja. Aber er stimmt wirklich. Manchmal sind die sehr, sehr viel später jetzt raus. Mir geht's echt nicht so doll gerade mit dem Kreislauf, aber egal, bis 18 Uhr bleibe ich. Nein, Dennis, geh nach Hause, wenn es dir nicht gut geht. Geh nach Hause, wenn es dir nicht gut geht. Das ist doch Quatsch. Wir brauchen dich noch. Wir brauchen dich noch, mein Bester. Geh nach Hause, ruh dich aus, trink was, ess was, mach dich entspannten. Wenn du was Neues hast, schick's in deine Story, ne? Schick's in deine Story und dann verfolgen wir das. Und natürlich, bevor du es in die Story schickst, den Papa senden, ist klar, ne? Immer erst den Papa senden, dann in die Story tun. Wichtig und richtig. So, an alle, die gleich von Dennis weiter auf dem Laufenden gehalten werden wollen, falls er irgendwas hört, Dennis, du machst da in deiner Story den laufenden Reporter sonst. Schreib einfach immer drüber Gerücht, Doppelpunkt, und dann schreibst du das. So, hier ist der Link zu Dennis. Bei Instagram habe ich vor 2 Tagen, als die Gerüchte kamen, ein paar sein letztes Bild kommentiert. Heute hat einer geschrieben, Werder Bremen vor einer Stunde. Jetzt sind die Kommentare-Funktionen deaktiviert. Wie wird der nochmal geschrieben? Abelgard? Abelt? Abelgard? Wer ist das denn? Ha. Wie heißt der denn auf Insta? Wie heißt der denn auf Insta? Oliver. Das hier wahrscheinlich, ne? Ah ja. Das ist er. Das ist er, ne? Ah, guck mal, Stay ist sogar Follower.
Stay ist sogar Follower. Aha. Vielleicht stimmt wirklich das Gerücht, dass das Freunde sind. Vielleicht hat Stay sogar mit Oliver gechillt. Jetzt hört mir zu. Ich habe eine Theorie. Ich habe eine wilde Theorie. Hört ihr alle zu? Hört dem Papa zu. Ich möchte, dass jeder gerade einmal reinschreibt, ich höre zu. Jeder schreibt gerade einmal rein, ich höre zu. Der Papa redet. Papa redet, ihr hört zu. Abelgard ist durch, morgen 10 Uhr Verkündung. Es haben jetzt schon drei Leute geschrieben, ne? Zwei haben es schon geschrieben. Und Basti, du hast gerade eben auch schon mal sowas geschrieben, ne? Warte, hört mir erstmal zu. Meine Theorie, oder Theorie, die sein könnte. Ja, okay. Jens Stay war ja noch bei Dänemark. Ne? War vielleicht ein bisschen auch Urlaub und ein bisschen chillen und ein bisschen zu Hause, ein bisschen auch entspannt. Ihr wisst doch, wie das ist. Was Fußballer halt so machen. Ein bisschen Shisha rauchen und chillen. Ne, versteht? Hat sich auf eine Pfeife getroffen mit unserem Oliver. Hat gesagt, Oliver, hör mal zu. Ich weiß, du hast auch deinen Namen verwendet für Green Arrow. Oliver, ne? Verstehst du? So. Aber, hör mir zu, ich gehe nach Bremen. Du magst grüne Trikots, oder? Hey, wie kommst du darauf? Hier, grün. Grüne Trikots, verstehst du? So, du magst grüne Trikots. Ich weiß, wer auch grüne Trikots hat. Du willst doch bestimmt nicht in Russland da bleiben bei Rubin Kazan. Du möchtest doch bestimmt auch mal weg da. Hab ich gehört. Und Olli hat gesagt, hör mal zu, Jens. Jetzt, wo du sagst, ich würde wirklich gerne meinen Vertrag aussetzen. Meinst du, kannst du was machen? Und der Jens hat gesagt, hör mal zu, lass mich mal ein bisschen erstmal warm werden mit unserem Bruder, ne, Baumi, verstehst du? Wir machen eine kleine Schneeballschlacht und danach quatsche ich mit dem. Auf eine Pfeife. Jetzt hatte Baumi sein Traditionsduell, wie ihr ja wisst. Er hat nämlich auch gespielt. Und danach war er auch entspannt auf einer Pfeife bei Jens Day. Und wir wissen ja jetzt, seit neuestem, also seit, genau genommen, seit gerade, dass Jens Day auch Follower von Oliver ist. Und da folgen wir doch erstmal auch rein hier. Zack. So. Der hat kommen. Aber hier sind doch schon ein paar Bremer, ne? Hier sind schon Bremer Konter. Ach so, man kann jetzt keine neuen mehr schreiben, oder was? Kann man keine neuen schreiben? Kommentar hat sich. Ah, tatsächlich. Er hat die Kommentarfunktion jetzt. Ah, man kann es jetzt nicht mehr machen. Krass. Krass. Wilde Theorie, ganz wild. Sagt er nicht? 1 plus, wenn es so war. 1 plus, wenn es so war. Boah, das ist auch ein guter Call. Soll am Tag der Fans erst kommen. Das ist auch ein richtig guter Call. Stellt mal vor, am Tag der Fans, wer da stellt sich dahin, ne? Stellt sich dahin, Baumi steht da und sagt, hört mal zu, Überraschung für euch, wir haben noch einen neuen Spieler. Bam, am Tag der Fans. Boah. So, ich verlasse das Widerstand, so langsam Akku geht leer, 20%. Dennis, ich wünsche dir einen ganz entspannten Feierabend. Mua. Dennis, vielen Dank, dass du am Widerstand warst. Kuss. Alle Dennis folgen, Support und Liebe da lassen bei Dennis. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil, Dennis. Und wenn du was Neues hörst oder so, schreibst du mir einfach. Aber vor Dings, oder weißt du? Wunderbar. So, wir müssen Oliver schreiben. Nachricht senden. So, Oliver, komm her. Wir müssen jetzt miteinander schreiben. So, Oliver. So. Was schreiben wir dem Oliver? So, warte mal. Achso, ich hab Bildschirm. Das wollte ich gar nicht. So, okay. Oliver, schreiben wir. Come to Werder. Come to Werder, my friend. Was machen wir? Come to Werder, my friend. We are looking Shisha oder so, mäßig. Kann man da was machen? Ich schreibe einfach, come to Werder, my friend. So. Wenn ihr die Nachricht auf einmal liked oder so, wisst ihr Bescheid. Der hat 4000 Follower, das heißt, der sieht meine Nachricht so oder so. Der sieht die dann so oder so. Come to Werder, my friend. Wunderbar. Oh, wilde Theorie. Nachher kriegt Nico und Dennis noch Stadionverbot, weil sie verkündet am Tag, dass wir versaut haben, ja. Wollt Ali. Bin jetzt auch am Tag der Fans. Wann ist denn der Tag der Fans? Am Freitag, oder? Ist der nicht am Freitag?
Tu klein schreiben. Ach, scheißegal. Scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf. Schreib so, Olli, dann lass mal Butter bei die Fische. Ist ja eh da mehr wieder weg. Wir können auch noch hinzufügen, sowas wie Green Arrow kannst du später wieder machen. Wenn er jetzt nicht mehr kommt, ist Nico schuld. Was soll denn das? Was soll denn das hier? Hallo? Ich hab hier gerade alle Engelskills ausgepackt für euch, ne? Und ihr seid so, oder was? Ah, Mann, ne? Ich weiß doch, als der Chat mal lieb zu mir war. Lange ist her. Lange, lange ist her, Freunde. Sag ich euch, wie es ist. Heute Chat immer nur negativ. Böse. Habe ich euch eigentlich gesagt, dass ich morgen wahrscheinlich auf Twitch online bin? Also je nachdem, wenn wir genügend Zusagen haben. Ich will morgen Bundesliga-Talk machen. Bundesliga-Zweitliga-Talk machen. Ich warte aber noch auf zwei Zusagen. Wenn die Jungs schreiben bis heute Abend, dann gibt es morgen Bundesliga-Talk auf Twitch. Nur mal so am Rande. Nur so am Rande, ne? Wollte ich nur mal so kurz sagen. So. Also jeder, der jetzt gerade gesagt hat, dass... Guck mal hier. Ich finde auch, das sollte man wirklich so einführen, ne? Guck mal, wir haben 54% sagen, dass Abelgard kommt. Ich finde, jeder von denen sollte auch einfach mal einen Sub verschenken an die Community. So, wunderbar. Dann gibt es hier nur noch Kanalmitglieder. Freuen wir uns alle drüber. Sehr schön. Macht er gut. Moin erstmal. Joni, grüß dich. Ja, wir hatten einen laufenden Reporter da, aber... Jetzt ist der weg. Das heißt, die kriegen die Infos jetzt nur noch aus dem Internet gerade. Warum bist du nicht mal im Zillertal dabei? Ich war jetzt schon neunmal dabei. Erstmal Glückwunsch, sehr, sehr geil. Und ich habe tatsächlich überlegt, vielleicht nächstes Jahr zum Zillertal zu fahren. Nächstes Jahr vielleicht zum Zillertal zu fahren. Tatsächlich kann ich ja über das Gewerbe von YouTube, das ist jetzt kein Spaß, das ist wirklich so, kann ich das als Geschäftsreise sozusagen auch dokumentieren. Also rein theoretisch, als Geschäftsausgaben. Sozusagen. Könnte ich machen. Ist wirklich eine Überlegung. Aber wenn dann in Verbindung mit Urlaub halt auch, ne? Freundin und so mitnehmen, so. Weißt du? Sowas in die Richtung halt, ne? So wunderbar, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, okay. Freunde, wir machen es jetzt anders. Wir machen jetzt hier, wir gehen jetzt hier Feierabend machen. Wir waren jetzt fast 2 Stunden live, haben auf Neues gewartet. Gab nichts Neues, außer 2, 3 Gerüchte. Angeblich, wir haben jetzt 2, 3 Infos. Ich fasse nochmal zum Ende zusammen für die Leute, die das jetzt das Ende nur vorspulen, ja. So, also, ich fasse nochmal für alle zusammen, die jetzt auch bis jetzt erst eingeschaltet haben, zum Beispiel, ne? Florian, grüße dich erstmal, mein Lieber. So, hört mir kurz zu nochmal, hört mal ganz kurz zu. Also, warte mal, ich habe hier gerade noch eine Mitteilung bekommen. Okay, so, hört mir zu. Also, Stand, wo wir jetzt wieder offline gehen, ist der. Es gab einen Privatflieger von Dänemark nach Bremen. So. Angeblich soll unser Abelgard, unser Oliver, da drinnen gewesen sein. So. Es ist ein, der Bulli, der die Spieler sonst abholt, vom Weserstadion auch weggefahren. Es ist aber keiner wieder zurückgefahren. So. Also könnte das rein theoretisch sein, dass er da drinnen war. Es gibt auch noch ein weiteres Gerücht, was wir haben. Und zwar, dass im Krankenhaus ein Bereich abgesperrt worden ist. Und in diesem Bereich könnte er eventuell auch drinne gewesen sein, um seinen Medizincheck zu machen. Weil das genau dieser Krankenhaus ist. Des Weiteren gab es jetzt hier auch 2 Leute im Chat, die gesagt haben, also das mit dem Krankenhaus ist bestätigt, dass da auf jeden Fall ein Bereich abgesperrt worden ist. Ob der da seinen Medizincheck gemacht hat. Wenn er den Medizincheck gemacht hat, dann auf jeden Fall da. So. Aber Nico, schau dir die Story von Rubin Kazan an. Warte mal. Okay, wir gucken noch mal kurz. Von wem soll ich mir angucken? Wir können doch eigentlich... Warte mal. Der Oliver hat hier doch verlinkt, oder? Oliver Abelgard da. Boah, mein Handy ist gerade am Hängen, weil mir so viele Leute immer schreien. Das auch... So, was soll ich gucken? Vor 5 Stunden oder was? Hä? Was soll ich denn da gucken?
Was ist denn da? Was soll ich denn da gucken? Ich bin doch da, oder? Wo bin ich denn? Hä? FCRK ist mir mit so. Ja, aber. Ist ja jetzt eine neue Story, die mir noch nicht angezeigt wird, oder was? Haben wir jetzt nochmal News, oder was? Guck, jetzt geht's. Vom Training, okay. Hä? Da ist nichts, ne, ich habe auch nichts. Ich sehe da auch nichts. Er war nicht beim aktuellen Training, davor war er anwesend. Ich weiß, dass er nicht beim Training war. Der war nicht beim Training und der war auch nicht beim Spiel. Also das wissen wir auch. Okay, knüpfen wir das nochmal dran. Also er war auch nicht beim Spiel, er war auch nicht beim Training. Ich dachte, jetzt ist irgendwas verkündet worden, Alter. So, egal, auf jeden Fall hört mir nochmal zu. Er war nicht beim Spiel, er war nicht beim Training. Vom Flugzeug ist ein Flieger von Dänemark hier hingeflogen. Das wissen wir auch. Es gibt in Anführungszeichen Infos, dass im Krankenhaus ein Bereich abgesperrt worden ist, wo er eventuell die Medizincheck gemacht werden könnte. Und es gibt Leute, die hier reingeschrieben haben, dass angeblich morgen das Ganze verkündet werden soll. Also sollte das morgen verkündet werden, dann habt ihr es hier zuerst gehört. Wenn nicht, dann hatten wir alle einen schönen Nachmittag, wo wir viel rumspekuliert haben. Sollen wir es so hinterlassen? Ich glaube ja, oder? Wie oft willst du noch hell sein, Nico? So lange, bis ich keine Lust mehr darauf habe. So ein Ding ist das. Er ist der Einzige, der nicht beim Training gesichtet worden ist. Ja. Muss bei Rubik Kazan offiziell in der Story gucken. Hab ich doch. Hab ich doch gerade. Hä? Hab ich doch gerade. Da war doch nichts. Da war doch nichts. Ich bin bei Rubik Kazan offiziell gerade gewesen. Aber die abonniere ich ja nicht. So. Okay, also, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen, entspannten Dienstagabend noch. Genießt die Sonne. Kappa. Ciao, Freunde. Schön, dass ihr alle dabei wart. Lasst gerne nochmal ein Däumchen nach oben da. Und lasst gerne auch ein Abo da. Bis dahin, euer Nico. Ich freue mich übrigens am Samstag schon aufs Testspiel. Ganz kurz nochmal. Testspiel Samstag. Samstag XXXXL-Testspiel. Zwei Testspiele. Das heißt, das wird richtig geil werden. Ne? Freunde, Samstag sind wir richtig viel live. Da machen wir zwei lange Streams. Oder wir machen einen komplett langen Stream. Mal gucken. Aber jetzt, bis dahin, euer Nico.